Bäm, in 72 Stunden schließen die Wahllokale und dann heißt es Merkel-Dämmerung oder manche sagen Götterdämmerung. Dann werden wir sehen, wer sie wohl ablöst und das ist das große Thema heute, die Wahlen. Alles weitere dazu gibt es jetzt in der neuesten Ausgabe von Homeoffice. Bleibt dran, es lohnt sich. Heute gibt es Meinungsbildung zur Wahl. Einen schönen guten Abend. Hallo Frank, hallo Stoner, ich grüße euch. Heute geht's los. Endspurtwahl. Wir legen los. Jawohl, genau. Ich freue mich auf die heutige Sendung. War auch ein bisschen Vorbereitung, muss ich sagen. Zuschauer können sich heute wirklich überraschen lassen. Wir leisten heute unseren Beitrag sozusagen zur Meinungsbildung und zur Wahlvorberichterstattung. Eine Sache, wie ich finde, die die GEZ-Medien, deren Auftrag das eigentlich ist, etwas versäumen. Ja, guten Abend auch von mir in die Runde. Und ist tatsächlich so, weil du sagst Vorbereitung. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben mich vor einer Bundestagswahl so intensiv mit diesem Thema Wahl auseinandergesetzt wie in diesem Jahr. Weißt du, ich meine, wir machen eine Sondersendung am Sonntag. Wir haben heute das Thema Wahl. Es sind nur noch 72 Stunden bis zur Schließung der Wahllokale. Wir haben das heute im Zentrum. Wir haben letztens das mit dem Wahl-O-Mat gemacht. Unglaublich, ja. Und ich bin fast schon richtig heiß auch auf das Thema. Und heute haben wir auch interessante Gäste eingeladen. Und da freue ich mich auch darauf, von denen zu hören. Ja, genau. Aber zum Einstieg in das ganze Thema möchte ich gerne vorweg eine Sache bekannt geben, denn der Jens Magnus, der, glaube ich, im Februar diesen Jahres bei Ruderboot zu Gast war und dort seinen Film zur Wahl vorgestellt hat, der Film ist jetzt fertig und ab jetzt auch verfügbar auf Pantarei. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und ich würde zum Einstiegen das Thema gerne mal den Trailer zeigen. Ich finde, die Demokratie in Deutschland funktioniert nicht sehr gut, weil die Menschen ja über ganz wichtige Fragen überhaupt nicht abstimmen können. Das, was uns präsentiert wird als Spektrum von politischen Möglichkeiten, ist ein ganz kleiner Teil von den Optionen, die es tatsächlich gibt, von dem, was man politisch tatsächlich machen könnte. Es wird immer behauptet, der Staat und die Regierung und alle überhaupt orientieren sich am Gemeinwohl, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall, sonst hätten wir andere Zustände. Ja, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sagt bei allen Umfragen, egal wer die macht, dass die Verhältnisse in Deutschland sozial ungerecht sind und dass sie ungerechter geworden sind. Also es bewegt sich zwischen 2/3 und 4/5. Ja, das System, das teilt sich in sehr viele Verlierer und sehr wenige Gewinner ein. Das Problem ist, dass einige von den Verlierern, die so ein bisschen am oberen Rand schwimmen, ihr Ziel darin sehen, möglichst zu den Gewinnern zu gehören. Formal ist alles in scheinbar bester Ordnung, aber wenn man den Output dann genau analysiert, dann werden leider viele Entscheidungen gegen die Mehrheitsbedürfnisse und Werte des Souveräns getroffen. Also wenn eine Gesellschaft so aufgebaut ist, dass es da welche gibt, die mehr zu sagen haben als die anderen, dann haben diejenigen, die mehr zu sagen haben, auch größere Einflussmöglichkeiten. In der Demokratie gibt es eigentlich eine Faustregel und das heißt, ein Mensch, eine Stimme. Und die sind alle gleichwertig, diese Stimmen. Und das haben wir nicht mehr. Und da stellt sich dann am Ende ja immer wieder die Frage, auch augenscheinlich für große Teile der Bevölkerung, ist das hier demokratisch? Ja, also viele bekannte Gesichter, viele Gesichter, die unserem Nuviso-Publikum auf jeden Fall bekannt sein dürften. Der Film Wahlen als Zweiteiler, wie gesagt, jetzt verfügbar. Ja, und interessante Frage am Ende, ja, wie demokratisch ist unser Land eigentlich? Das ist die Frage schlechthin, die sich gerade viele Menschen stellen und in den letzten 1,5 Jahren umso mehr. Was ist Demokratie?
Ja, in der Tat. Ich meine, wir haben ja hier auch schon öfter darüber diskutiert. Offensichtlich sind sowohl Deutschland als auch weite Teile der Welt in einer großen Krise. Es ist wirklich große Richtungsentscheidungen möglich, die nachhaltig für kommende Generationen auch Einfluss nehmen. Und wir haben auch hier schon so oft diskutiert über dieses Thema Wahlen. Sind Wahlen überhaupt ein Mittel für uns, was zu verändern? Sollte man wählen gehen? Und wir diskutieren diese Dinge die ganze Zeit, genauso wie die Leute da draußen in der Community. Und ja, der Film beschäftigt sich mit dem Thema. Und wir beschäftigen uns heute Abend auch mit dem Thema. Und wir hatten ja letztens den Wahl-O-Mat gemacht und sind darauf gekommen, dass eigentlich so ein paar kleine Parteien ganz oben sind. Und das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, auch mal diese kleinen Parteien uns ein bisschen genauer anzuschauen und denen mal die Möglichkeit zu geben, sich mal vorzustellen. Denn das ist etwas, was im Mainstream halt auch nicht passiert. Die fokussieren sich dann auf ihr Triell und dann möglicherweise noch so die anderen, die im Bundestag vertreten sind. Aber die ganzen anderen Parteien werden mehr oder weniger ignoriert. Und wir haben aber festgestellt, da gibt es durchaus ganz interessante Ansätze und Programme und Gedanken, die bei diesen Parteien sind. Genau, du sagst es, wir hatten ja den Wahl-O-Mat vor einer Woche gemacht und waren dann ganz überrascht, was da bei uns so hoch im Rennen steht. Einige Parteien kannten wir gar nicht und wir haben ja am Ende dieser Sendung dann so gesagt, es wäre eigentlich mal ein Grund, da mal nachzuhaken. Und genau das machen wir heute auch. Wir haben uns von den Parteien, die bei uns ziemlich weit oben standen, einfach mal ein paar rausgesucht und die wollen wir heute vorstellen. Und ja, ohne große weitere Vorrede würde ich sagen, beginnen wir doch, oder? Ja, heute sollen unsere Kandidaten, unsere Gäste im Fokus stehen. Unser Redeanteil ist heute eher übersichtlich, aber das ist auch wichtig so. Und ich finde das auch witzig, dass die Idee für diese Sendung auch der Wahl-O-Mat letztendlich gemacht hat, weil diese Sendung mir im Nachhinein wirklich noch so in Erinnerung ist, dass viele Aspekte, die wir in dem Gespräch hatten, die ich durch euch auch mitbekommen habe, mir dann ein ganz anderes Bild auf diese Wahl gegeben haben. Und auch meine eigene Entscheidung für einzelne dieser Fragen, die musste ich dann überdenken. Weil, wie gesagt, wenn man eben im Konsens miteinander versucht, da zu sprechen oder halt irgendwie das Ganze zu analysieren, kommt man auf ganz andere Gedankengänge. Also für mich war diese Sendung eine der bereicherndsten, die wir alle gemacht haben, von den insgesamt jetzt fast schon 159 sind es jetzt schon. So, Wahnsinn, echt, das ist unvorstellbar, echt. Vielleicht auch vorgeschoben, auch bevor wir die Kandidaten reinholen. Die drei, die heute kommen, die kandidieren für den Bundestag, für die Bundestagswahl. Und wir laden die sozusagen ein, nicht als Privatgäste, wie wir das sonst machen, sondern als Vertreter für ihre Parteien. Und alles, was die sagen, ist auch deren Parteimeinung. Es dient dazu, für uns und auch für euch da draußen sozusagen einfach zu sehen, für was stehen die. Wir werden mit denen nicht groß in Diskussion treten. Die können auch Dinge sagen, wo wir vielleicht dagegen sind, aber darum geht es hier heute nicht. Also wir wollen heute wirklich drei kleine Parteien vorstellen und lassen dort am besten eben die Kandidaten selbst sprechen. Und wir haben halt ein paar Fragen am Start. Genau. Wunderbare Vorrede. Ich würde sagen, Robert, du stellst uns unseren ersten Gast vor. Genau, unser erster Gast, das ist Professor Dr. Andreas Christian Sönichsen. Der ist 1957 in Hamburg geboren. Der ist Wissenschaftler und Allgemeinmediziner. Nach seiner Promotion 86 wurde er zum Doktor der Medizin und er erhielt 1996 seine Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin und eben auch als Facharzt für Allgemeinmedizin im Jahr 2007. Nach vielen weiteren beruflichen Stationen, das ist wirklich eine ganze Reihe, die er da durchlaufen hat, ist er dann im Oktober 2018 berufen worden als Professor für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität in Wien, wo er jetzt auch noch ist. Und zur Bundestagswahl selber tritt Professor Sönichsen als Direktkandidat der Partei Die Basis an, und zwar für den Wahlkreis München-Nord. Und dort steht er auf der Landesliste Bayern auf Platz 1. Tja, und unsere Sendung heute beginnen wir eben mit dem Kandidaten für die Basis. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Professor Sönichsen. Wunderschön, dass Sie dabei sind, und einen Gruß nach München. Da waren Sie nämlich heute schon auf Wahlkampf, ja? Ja, vielen Dank. Auch schönen guten Abend.
Ja, die Basis ist gestartet. Ein ganz schön langer Weg liegt jetzt hinter Ihnen. Die letzten Tage brechen an, so 72 Stunden knapp vor der Bundestagswahl. Wie fühlen Sie sich? Euphorisch, langsam ausgelaugt? Wie ist so die Stimmung in der Basis der Basis? Die Stimmung ist super. Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir am Sonntag in den Bundestag einziehen werden. Und ein langer Weg ist es ja eigentlich gar nicht, denn die Basis existiert ja nun gerade erst mal ein gutes Jahr. Wir haben ja am 4. Juli unseren ersten Geburtstag gefeiert. Mhm. Wir sind also eine ganz, ganz junge Partei und haben etwas geschafft, was vor uns noch keine Partei in Deutschland geschafft hat. Wir sind innerhalb von einem Jahr auf fast 30.000 Mitglieder gewachsen. Wir sind also wirklich eine Bewegung, kann man sagen, eine Bewegung, die durch dieses Land geht und die in einem tollen Aufwärtstrend sich befindet und die klar macht, wie sehr die Menschen in unserem Land sich nach wirklich guter Politik sehnen, nach Politik, die für uns Bürgerinnen und Bürger gemacht werden, Politik, die frei ist von Interessenkonflikten, wo die Macht der Mächtigen begrenzt wird, wo die Lobbyisten nichts mehr zu sagen haben, sondern wir sachbezogene Entscheidungen treffen können, die wirklich gut für die Menschen sind. Und diese Entscheidungen wollen wir als basisdemokratische Partei eben auch mit den Menschen in Deutschland treffen. Wir wollen wegkommen davon, dass die Menschen nur alle 4 Jahre ihr Kreuzchen machen und dann von ihren Abgeordneten eigentlich nichts mehr hören, hin zu einer basisdemokratischen Ausrichtung, die die Menschen mitnimmt in wichtige politische Entscheidungen, um dann eben auch bessere Entscheidungen für die Menschen hinzukriegen. Wenn die Frage ist, war das Ihre erste politische Tätigkeit? Und wenn ja, warum für die Basis? Es war nicht ganz meine erste politische Tätigkeit. Ich bin eigentlich schon immer ein politischer Mensch gewesen, habe aber doch meine medizinische Laufbahn sehr, sehr zielstrebig verfolgt, die auch durchaus interessant und vielseitig war und ist immer noch. Aber wie gesagt, Politik hat mich schon immer interessiert. Ich habe meine ersten politischen Erfahrungen habe ich schon als Jugendlicher gemacht in Gräfelfing. Da bin ich aufgewachsen und habe mich einer Bewegung damals angeschlossen gegen den Bau der Autobahn Lindau, die ja Gräfelfing mitten durch geschnitten hat in 2 Teile. Wo mein Kindheitswald zum Opfer gefallen ist. Und wir haben ja auch in Gräfelfing dann lange den Bürgermeister gestellt. Ich war allerdings, habe 2-mal für den Gemeinderat kandidiert, war aber selber nie Gemeinderatsmitglied. Das war so meine erste politische Erfahrung. Und dann meine zweite politische Erfahrung war in Witten. Ich war ja lange an der Universität Witten-Herdecke, wo ich den Lehrstuhl für Allgemeinmedizin hatte. Und habe dort, war ich für das Bürgerforum, also auch eine freie Wählervereinigung im Stadtrat. Und die Basis ist aber jetzt eigentlich wirklich meine politische Heimat geworden, muss ich sagen, weil ich dieses Konzept einfach toll finde. Ich bin zur Basis eigentlich durch David Claudio Sieber gekommen, den ich auf einer Talkshow kennengelernt habe bei Servus TV. Da ging es um die Corona-Maßnahmen und da hat er mir von der Basis erzählt. Und dann habe ich mir das im Internet angeschaut, habe die 4 Säulen mir angesehen und das Rahmenprogramm. Die 4 Säulen unserer Politik, ja, Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Und dieses Konzept hat mich wirklich auf Anhieb angesprochen und überzeugt. Und ja, dann bin ich auch ganz schnell Mitglied geworden. Diese 4 Säulen, die Sie ansprechen, die klingen ja fast schon wie so ein ethisch oder philosophische Grundsätze. Und jetzt mal bei der Säule der Schwarmintelligenz, da schreiben Sie oder auf der Seite von der Basisdemokratischen Partei steht im Schlusswort,
dass man auch Instrumente, technische Schwarmwerkzeuge entwickeln möchte, die sozusagen einen direkten Draht zwischen der Basis, zwischen den Menschen unten zu den politischen Entscheidungsfindern bringen. Wie sieht denn das konkret aus? Was für Ideen gibt es denn da? Ja, also das betrifft aber jetzt nicht nur die Schwarmintelligenz, da sage ich dann, zur Schwarmintelligenz sage ich auch gleich noch mal was, aber was Sie eigentlich angesprochen haben, sind hier elektronische Tools zur sogenannten Konsensierung. Das heißt, es werden nicht mehr einfach Mehrheitsentscheidungen ja, nein getroffen, so wie das in den meisten Parteien der Fall ist und natürlich auch in den Parlamenten, sondern wir treffen Entscheidungen, indem wir konsensieren und Widerstandspunkte vergeben. Das heißt, es steht ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Entscheidung an und die Basis wird dann sozusagen zu diesem Thema befragt und kann von 0 bis 10 Widerstandspunkte vergeben. Und über diesen Score ermitteln wir sozusagen dann das Stimmungsbild in der Partei, beziehungsweise die langfristige Idee ist natürlich, dass man solche Tools nicht nur in der Partei anwendet, sondern dass man die tatsächlich mit den Bürgern anwendet. Ja? Also dass die Bürger auf diese Weise an politischer Entscheidungsfindung beteiligt werden können. Nun sage ich noch mal was zur Schwarmintelligenz. Die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt gute Entscheidungen treffen kann. Ja? Und die Schwarmintelligenz ist natürlich insbesondere jetzt eine Antwort auf die fehlende Schwarmintelligenz im Management der Corona-Krise. Ja? Wir haben da ja erlebt, dass sehr, sehr einseitig bestimmte regierungspräferierte Experten ausgewählt wurden und denen hat man dann, ja, denen ist man fast hörig zu Füßen gelegen und hat alle anderen Auffassungen, auch Argumente ausgeblendet. Ja. Und das hat, wie wir nun alle wissen, doch zu sehr fatalen Entwicklungen geführt. Ja. Wir haben einen entsetzlichen Entdemokratisierungsprozess hinter uns in den vergangenen 18 Monaten. Wir sind unserer Grundrechte beraubt worden und es ist sehr, sehr wenig Evidenz vorgelegt worden, also wissenschaftliche Begründung dafür, dass diese Maßnahmen wirklich sinnvoll und effektiv sind. Und hier wünschen wir uns eigentlich in jedem Thema, das politische Entscheidungen erfordert, dass eine breite Debatte stattfindet, ein wissenschaftlicher Diskurs der unterschiedlichen Meinungen, die dann letztendlich zusammengeführt werden zu guten Entscheidungen. Und die Schwarmintelligenz ist einfach so viel besser, als wenn da ein oder zwei oder drei Experten sitzen. Und ich erzähle als Beispiel immer ein Experiment, das ich selber mit meinen Studierenden in der Uni gemacht habe. Die müssen ja bei mir was lernen und dann müssen sie natürlich auch Prüfungen machen. Und ich habe einmal ein Prüfungsexperiment gemacht, natürlich mit Einverständnis der Studierenden. Und ich habe die Prüfung zuerst herkömmlich gestellt. Das heißt, jeder hat die Prüfung natürlich selbst einzeln bearbeitet. Ja? Und das Ergebnis dieser Prüfung war natürlich die ganz normale gaußsche Verteilung. Das heißt, es gab wenige sehr Guts und wenige ganz schlechte und die meisten waren irgendwie so in der Mitte. Die haben sich halt so verteilt über das ganze Notenspektrum. Und dann haben wir direkt im Anschluss, also ohne dass die sich jetzt nochmal vorbereiten konnten, haben wir die gleiche Prüfung in Vierergruppen bearbeiten lassen. Und die Vierergruppen hatten alle eine Eins, alle. Ja, das heißt also, dass hier die Zusammenarbeit, wo das Wissen zusammengetragen wird, der eine weiß das ein bisschen besser, der andere weiß das ein bisschen besser, man diskutiert darüber und einigt sich, ist einfach so viel besser, als wenn man sich auf Einzelmeinungen stützt. Und das ist das, was wir unter Schwarmintelligenz verstehen. Und ich glaube, dass wir dadurch einfach viel bessere politische Entscheidungen auch hinbekommen in Zukunft. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Wahlprogramm bereits zu vielen Themen Positionen bezogen. Wurden denn
ist das auch schon Ergebnis dieser Konsensbildung? Wurden da auch schon elektronische Tools angewendet? Mhm. Also es gibt ja auf der bayerischen Seite gibt es ein Parteiprogramm Bayern. Und dieses Bayerische, also wir haben es in Bayern, wir sind natürlich immer ein bisschen vorne dran, haben wir es tatsächlich geschafft, dieses Parteiprogramm zu konsensieren. Also mit einem Tool, das heißt Acceptify. Und die Positionen wurden in Arbeitsgruppen erarbeitet und dann der Basis, dem Schwarm sozusagen zur Konsensierung vorgelegt. Bundesweit haben wir das noch nicht hingekriegt jetzt für die Bundestagswahl. Deswegen finden Sie auf der Bundesseite auch leider bis jetzt nur das Rahmenprogramm. Aber ich gehe davon aus, also das bayerische Programm, das vorher in den Arbeitsgruppen erarbeitet wurde und dann konsensiert wurde, es wurden ungefähr, würde ich sagen, 80-90% der erarbeiteten Positionen wurden dann auch vom Schwarm konsensiert mit einer Bewertung von 90% Zustimmung, 90 oder mehr. Ja. Und ich denke, dass wir dieses gleiche Programm auch in der Bundespartei konsensieren werden und da ähnliche Zustimmungsergebnisse. Also ich glaube, man kann das bayerische Programm relativ gut als Basisprogramm auch betrachten, auch selbst wenn es bis jetzt nur auf der bayerischen Landesverbandsseite zu finden ist. Jetzt hätte ich noch eine Zwischenfrage dazu. Jetzt ist es ja schon so, dass sich die Basis aus einem bestimmten Milieu gegründet hat. Ja? Die Massenmedien sagen, das ist die Querdenken-Basis. Jetzt frage ich mich, wenn man solche Tools anwendet, innerhalb so einer Bewegung kommt man natürlich viel eher zu einem Konsens, als wenn man das jetzt wirklich bundesweit macht. Wenn man da so ein Tool anwendet, ist es ja eher anzunehmen, dass dann irgendwie immer überall 50% ist und... Ja, also das glaube ich nicht, und zwar deswegen, weil Sie haben ja die Querdenkenbewegung angesprochen und die Querdenkerbewegung, ich finde das Wort eigentlich schrecklich, es hat so einen negativen Touch bekommen, obwohl das Querdenken eigentlich etwas ist, was wir uns ja in vieler Hinsicht wünschen. Die Querdenker der Vergangenheit, Galileo, Galilei, Kopernikus und so weiter, die haben unsere Welt doch erheblich weitergebracht. Ja, und das hat jetzt so einen negativen Touch bekommen, quer zu denken. Auf jeden Fall ist es so, das Querdenken bezog sich ja oder bezieht sich eigentlich, oder dieses negative Querdenken bezieht sich ja ganz klar auf die Corona-Maßnahmen. Ja? Und ich stimme Ihnen zu, die Basis hat sich aus einem Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen heraus gegründet. Aber das Programm, das wir verabschiedet haben, das beinhaltet alle Themen. Das beinhaltet das Thema Energie, das beinhaltet das Thema Wirtschaft, das beinhaltet das Thema Soziales, Gesundheit und so weiter. Und zwar letztendlich haben wir als Grundlage für dieses bayerische Programm haben wir die 13 bayerischen Ministerien mit ihren Ressorts genommen. Ja. Und es gibt zu jedem Ressort und Thema gibt es Positionen der Basis, die eben konsensiert wurden. Und warum sollen jetzt Leute, die sich einig sind im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen, warum sollen die jetzt auch im Energiesektor und in der übrigen Gesundheitspolitik und so weiter, warum sollten die da alle einer Meinung sein? Ja? Ich glaube, wir haben uns da schon auch zusammengerauft. Ja? Die Basis ist letztendlich eine sehr, sehr vielfältige Partei. Deswegen passt ja auch das klassische Schema rechts-links zum Beispiel, das passt auf uns überhaupt nicht. Weil in der Basis haben sich Menschen eingefunden, die eigentlich eher, sagen wir mal, aus einer linken Richtung kommen, so wie ich zum Beispiel, würde mich mal eher als tendenziell traditionell links bezeichnen, aber es gibt auch eben Leute, die sehr liberal sind, die vielleicht sogar ein bisschen rechtslastig sind. Aber unser gemeinsamer Nenner ist eigentlich, sachbezogen zu guten Entscheidungen zu kommen, und zwar frei von Rechts- oder Linksideologie oder sonstigen Ideologien, die eben eingebracht werden. Und das ist das, was ich auch natürlich an dieser Partei so besonders faszinierend finde,
dass es gelingt, Menschen, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammengefunden haben, erstmal vereint sozusagen durch die Ablehnung der Corona-Maßnahmen oder das Erkennen, dass diese Corona-Maßnahmen nicht zielführend sind beziehungsweise mehr Schaden anrichten als Nutzen, was inzwischen wissenschaftlich meines Erachtens eindeutig belegt ist. Da gibt es ja auch international Collateral Global und die Arbeiten von Ioannidis und so weiter. Ja, das ist ja inzwischen so klar, dass diese Corona-Maßnahmen mehr Schaden angerichtet haben als Nutzen. So, dieser gemeinsame Nenner, der würde an sich nicht ausreichen, um eine Partei zu schmieden. Und die Basis ist eben viel mehr. Wir sehen uns selber eigentlich so, dass die Corona-Krise ist eigentlich sozusagen ein Kristallisationspunkt gewesen, ein Ausgangspunkt für die Notwendigkeit einer ganz neuen Politik. Ja, also so wie die Politik die letzten 20 Jahre gelaufen ist, ja, mit letztendlich einer immer weiteren Entfremdung vom Bürger, mit immer mächtigeren Konzernen, die eigentlich den Ton angeben, so kann es nicht weitergehen. Das führt unsere Welt in den Ruin und ruiniert vor allem unsere Demokratie. Ja. Da haben wir jetzt als Basis einen ganz, ganz neuen Anfang gesetzt. Apropos, die Welt geht den Bach runter. Das zentrale Thema, das mehr oder weniger diese Dekade oder diese Zeit umspannt, ist Klimawandel, alles, was damit zu tun hat. Momentan streiken im Hungerstreik Jugendliche vor dem Bundestag schon seit fast 3 Wochen und versuchen da die Politik in die richtige Richtung, in die vermeintlich richtige Richtung zu treiben. Eine Frage, die ist doppelt. Zum einen, wie stehen Sie zu diesem ganzen wissenschaftlichen Konsens, der da formuliert worden ist, und wie gedenken Sie in Deutschland die zukünftige Energiepolitik, die ja maßgeblich auf diese wissenschaftlichen Expertisen aufbaut, zu gestalten? Ja, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Es ist so, also kein vernünftiger Mensch leugnet die Klimakrise, so wie wir ja auch Corona nicht leugnen. Ja? Also wir werden ja immer als Corona-Leugner dargestellt, aber es leugnet ja keiner Corona. Also es leugnet keiner die Existenz der Erkrankung, es leugnet keiner, dass dieses Virus existiert, und es wird diskutiert darüber, ob das Konzept Virus überhaupt tragfähig ist auf Dauer. Die Wissenschaft ist immer im Fluss, ja. Und so ist es mit der Klimakrise auch, ja. Also es leugnet keiner, dass wir eine Erwärmung haben, eine globale. Ob tatsächlich die Modellrechnungen, die jetzt davon ausgehen, dass das gänzlich menschgemacht ist, ob die so stimmen, das muss man zumindest ergebnisoffen diskutieren. Ja? Und trotzdem müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir gegensteuern, weil wenn wir es nämlich einfach so laufen lassen, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Ja? Dann die Auswirkungen sehen wir ja jetzt schon, sagen wir, die extremen Wetterschwankungen und Hochwasser und so weiter, die Dinge, die sich eben häufen. Und also wie man dem begegnen kann, ich denke, man muss früher oder später natürlich versuchen, von den fossilen Energieträgern weitgehend wegzugehen, und zwar nicht nur wegen des Klimas, sondern weil diese Ressourcen einfach begrenzt sind und wir verbraten sozusagen das, was sich in Jahrmillionen gebildet hat, das verbraten wir innerhalb weniger Jahrzehnte. Das kann nicht gut sein, das ist auch nicht zukunftsfähig. Ja? Also da muss man gegensteuern. Die Frage ist nur, wie. Ja? Und also wir sind nicht so überzeugt wie manche andere, dass der Einstieg in die Elektromobilität mit Akkumulatoren, dass das nun der Stein der Weisen ist. Da denke ich, muss man noch mal drüber nachdenken. Da gibt es andere Konzepte, da gibt es die Wasserstofftechnologie, es gibt künstliche Treibstoffe, künstliche Photosynthese.
da muss auf jeden Fall noch in die Forschung investiert werden. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall fördern möchten. Und man muss sich natürlich generell über Mobilitätskonzepte Gedanken machen. Ist das Automobil in der Form, in der wir es heute kennen, ist das zukunftsfähig? Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, wir sind 80 Millionen Deutsche, gut 80 Millionen, die hier mit 40 Millionen Autos durch die Gegend karren. Und ja, diesen Luxus, den wir uns sozusagen leisten, den, wenn wir den jetzt allen 8 Milliarden auf der Welt zukommen lassen, das geht auch nicht mit Elektromobilität. Ja, das ist definitiv eine Sackgasse. Zumal ja auch gerade bei der Elektromobilität völlig unklar ist, wo die ganzen Akkus herkommen sollen, wo die Rohstoffe herkommen sollen, die teilweise seltene Erden sind, die in menschenunwürdigen Verhältnissen aus Bergwerken gewonnen werden müssen und so weiter. Das sind alles Themen, die man sehr, sehr genau sich anschauen muss und wo man unter Nutzung von Schwarmintelligenz zu guten Lösungen kommen muss. Die kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht präsentieren, diese Lösungen. Frage in eigener Sache. Es geht um das Thema Sperrung von Kanälen auf YouTube, von Gruppen auf Facebook oder anderen Social Media, wo man ganz oft, wie wir auch, gefühlt der Willkür ausgesetzt ist von gewissen Tech-Konzernen, die nach unklaren AGBs oder Community-Richtlinien entscheiden. Welche Möglichkeit hat die Politik, uns da zu helfen? Und ist das überhaupt ein Thema, was auch in der Basis diskutiert wurde? Weil im Wahl-O-Mat oder auch sonst im Wahlkampf kommt diese Frage eigentlich nicht auf. Ja, also das ist eine ganz fatale Entwicklung. Ich habe selber gerade eine Nachricht bekommen heute. Der Facebook-Account der Basis Nordrhein-Westfalen ist für 3 Tage gesperrt worden, weil sie den offenen Brief, den ich an die Bundesvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geschickt habe, gepostet haben. Da fällt einem nichts mehr ein dazu. Ja? Also ich habe einen offenen Brief an die Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geschickt, in denen ich bestätigt habe oder gratuliert habe zu, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, die haben ja gefordert, einen Freedom Day zu machen und die Corona-Maßnahmen zu beenden. Ja? Ist das ein Grund, den Facebook-Account zu sperren? Das ist reine Willkür. Ja? Also in dem Brief stand jetzt nichts Dramatisches sonst drin. Wir werden uns natürlich vehement für eine Freiheit der Medien und der Presse einsetzen und hier diese Technokonzerne in ihre Schranken weisen. Ja, also das geht gar nicht. Also wir wollen keine Zensur. Es ist jedem unbenommen, eine Gegendarstellung mit guten Argumenten ebenfalls zu publizieren. Ja. Was wir brauchen, ist, wir brauchen unabhängige Medien. Ja. Also da gibt es auch Ideen, das ist nicht ausgegoren, deswegen wage ich mich so ein bisschen aus der Reserve hier, weil das natürlich in der Partei erst eigentlich diskutiert und konsensiert werden muss. Aber es gibt Ideen, wie kann man also die öffentlich-rechtlichen Medien, wie zum Beispiel ARD, ZDF, ja, wie kann man die so umgestalten, dass sie tatsächlich unabhängig sind? Ja? Die brauchen natürlich eine Finanzierung und diese Finanzierung, die muss irgendwie aus Steuergeldern kommen, besser aus Steuergeldern als aus einer Gebühr. Und die müssen aber dann tatsächlich auch unabhängig besetzt werden und auch unabhängig agieren können. Also dass zum Beispiel die Tochter eines namhaften CDU-Politikers, die selbst Parteimitglied ist und mit einem Landtagsabgeordneten verheiratet ist, Chefin der ARD wird, das geht nicht. Ja? Die kann ja keine unabhängige Berichterstattung mehr machen. Wie soll denn das gehen?
Da sind einfach zu viele Interessenkonflikte drin. Und das ist etwas, woran wir überhaupt arbeiten müssen. Wir müssen schauen, dass bestimmte Bereiche in unserem Staat, dazu gehört die gesamte Judikative, da haben wir nämlich das gleiche Problem, ja, Richter, die eben parteinah sind und auch von Parteifunktionären eingesetzt werden, das kann nicht sein. Das kann und darf nicht sein. Da müssen wir die Interessenkonflikte raushalten. Und da gibt es auf jeden Fall Bestrebungen dazu in der Basis. Das ist natürlich noch nicht alles im Einzelnen ausgearbeitet, aber da werden wir uns dran machen. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht noch eine letzte Frage. Ebenfalls ein sehr großes Thema neben Klimapolitik und Corona ist ja Migration. Was hat denn da die Konsensbildung bei der Basis ergeben, bei der Frage, wie man denn in Zukunft mit diesem Thema Flüchtlinge, Flüchtlingskrise und auch Auslandseinsätze, wie ist denn da der basisdemokratische Konsens? Ja, also die ganz klare Position der Basis ist, dass die Bundeswehr im Ausland nichts verloren hat. Ja? Also wir lehnen Bundeswehr-Auslandseinsätze eigentlich prinzipiell ab. Die ganze Thematik Asyl, Flüchtlingspolitik, die ist noch nicht abschließend konsensiert. Wir haben nämlich für das bayerische Programm natürlich die 13 bayerischen Ressorts durchkonsensiert, aber da ist die Außenpolitik natürlich nicht mit dabei. Die Außenpolitik ist ja Bundespolitik und die fehlt uns noch. Also deswegen kann ich da jetzt noch keine endgültigen Statements dazu abgeben. Ich kann nur so viel sagen. Wir haben wir lehnen Auslandseinsätze der Bundeswehr ab, ja, weil wir der Meinung sind, dass Deutschland nicht am Hindukusch verteidigt wird, wie damals der Verteidigungsminister ja gesagt hat, als der Afghanistan-Einsatz beschlossen wurde. Das ist einfach Unsinn. Bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen und politisch verfolgten Menschen vertreten wir eine Auffassung, dass wir solchen Menschen natürlich in Deutschland Asyl gewähren müssen, aber in der insgesamt außenpolitischen Ausrichtung sollte der Schwerpunkt eigentlich auf der Beseitigung von Flüchtlingsursachen liegen und nicht auf der Aufnahme von immer mehr Flüchtlingen in Deutschland. Wie gesagt, hier ist noch keine Konsensierung erfolgt innerhalb der Partei, aber tendenziell würde ich sagen, kann man es so mit den Worten zusammenfassen, wie ich es gerade getan habe. Ich habe auch noch eine Frage mit der Bitte um eine knappe Antwort. Viele Leute sagen, wenn ich eine kleine Partei wähle, ist es eine verschenkte Stimme. Sie haben gesagt, Sie sind zuversichtlich, am Sonntag in den Bundestag einzuziehen. Was sagen Sie den Wählern, die glauben, wenn ich eine kleine Partei wähle, hat das eh keinen Zweck? Also ich würde sagen, wenn Sie den jetzt etablierten großen Parteien eine Stimme geben, dann haben Sie Ihre Stimme verschenkt. Denn dann haben Sie eine Partei gewählt, die eigentlich nicht das macht, was Sie wollen. Also das ist meine erste Antwort. Die zweite Antwort ist dann, genau Ihre Stimme brauchen wir, damit wir diese 5% schaffen, und wir schaffen die 5%. Ja, wir sind so im Aufwärtstrend im Moment, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir diese 5%-Hürde knacken. Dann ist eben die Stimme auch nicht verschenkt. Wunderbar. Herr Professor Sönnigsen, ich sage herzlichen Dank, dass Sie für uns heute Abend sich die Zeit genommen haben. Sie kommen frisch aus dem Meeting, müssen jetzt gleich weiter zum Zug. Deswegen wollen wir Sie gar nicht länger in Anspruch nehmen. Wir wünschen Ihnen noch weiterhin viel Energie für die nächsten Tage. Da haben Sie bestimmt den einen oder anderen Auftritt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann natürlich ja für Sonntagabend alles Gute dann. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier die Basis vorstellen durfte. Dankeschön und guten Abend. Alles Gute Ihnen. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Danke.
Ja, das war schon mal ein erster Eindruck von dem ersten unserer Kandidaten. Ich habe euch gerade vertauscht, habe ich gesehen im Bild, aber dann kriege ich wieder Schimpf. Es ist egal, da müssen jetzt alle durch, dass der Stoner plötzlich rechts ist. Das geht ja unter Frank links. Also hat nichts mit Politik, hat nichts mit Politik zu tun. Aber was hat der Professor Sönnigsen für euch auf euch für einen Eindruck gemacht? Das war ein interessanter Mann, also sehr vernünftig gesprochen, hat einige kluge Gedanken gehabt. Auch jenseits jetzt von dieser Tagespolitik auch wirklich so philosophische Ansätze gemacht. Und hey, auch das, da bin ich auch voll dabei. Wir brauchen wirklich grundsätzlich eine neue Vision. Und wir sprechen hier so oft über die Probleme, die Demokratie auch haben und Entscheidungsfindung. Ich finde diese ganzen Ideen auch von Schwarmintelligenz, die hier die Basis demokratische Partei hat, finde ich auf jeden Fall interessant und überlegenswert. Ich fand die Antwort gut auf deine letzte Frage, warum eine Wahl für eine kleine Partei eine verschenkte Stimme ist und so nach dem Motto, ja, wenn du die Großen wählst, ist es sowieso verschenkt. Also dann wähl lieber eine kleine. Also das ist ein interessanter Ansatz, da muss ich mal drüber nachdenken. Genau, und mir obliegt jetzt die Ehre, unsere nächste Kandidatin anzukündigen, Frau Stefanie Zomacka-Ewa, die Bundesvorsitzende der Partei Bündnis 21, die Pinken. Und diese Partei war ja bei unserem Wahl-O-Mat, der ja auch auf Konsens beruhte, nämlich zwischen uns dreien, an erster Stelle. Der Wahl-O-Mat hat uns im Homeoffice eine klare Wahlempfehlung für Bündnis 21, die Pinken, ausgesprochen. Und die Pinken deswegen, weil es geht bei dieser Partei um die Pink-Westen, die wiederum abgeleitet aus den Gelbwesten der großen Bewegung aus Frankreich die Idee vertritt, neue Spielregeln in der Politik zu fordern. Und auch in dieser Partei spielt die Konsensbildung eine große Rolle. Und was die Partei insbesondere noch als Alleinstellungsmerkmal ausmacht, das erfahren wir jetzt von der Bundesvorsitzenden, Frau Stefanie Zomacka-Ewa. Ja, schön, dass Sie bei uns sind, Frau Zomacka-Ewa. Und gleich die erste Frage, die Pinken. Sie haben jetzt auch die pinke Weste an. Können Sie uns vielleicht zum Einstieg kurz erklären, was es mit der Pink-Weste auf sich hat? Ja, gerne. Guten Abend erstmal. Die Pinken sind nach der Pink-Weste, nach der Farbe unserer Warnweste gewählt. Pink steht überhaupt für Emanzipation und wir möchten uns gerne emanzipieren, auch politisch, von Papa Staat und Mutti Merkel. Wir sind der Meinung, dass wir mündige Bürger sind und unsere Geschicke jetzt selbst in die Hand nehmen können. Wir haben deshalb so Warnwesten, auf denen im Prinzip das Gleiche hinten drauf steht, in groß, wie hier vorne auf meinem Aufkleber. Politiker müssen haften und unser Logo. Pinkwesten gibt es ganz viele in Deutschland inzwischen. Nicht unbedingt sind die Parteimitglieder. Das ist ein politisches Statement, das man abgeben kann, wenn man möchte, nämlich dass Politiker haften müssen. Die Forderung mit sich rumzutragen täglich macht viele interessante und spannende Gespräche auf der Straße. Und dafür tragen wir sie, um das Thema zu popularisieren, die Politikerhaftung. Gibt es da irgendeine Verbindung zu der Gelbwestenbewegung in Frankreich? Naja, sie hat uns sicher inspiriert, aber das ist auch schon das Einzige. Wir waren letzten Sonntagabend nach dem Wahl-O-Mat sehr überrascht, dass wir von Ihnen erfahren haben, weil wir Sie alle gar nicht auf dem Schirm hatten. Und trotzdem gab es wohl bei unseren Antworten die meisten Übereinstimmungen. Und ich habe 2, 3 Stimmen gehört von unseren Zuschauern, von Leuten, die auch in unserem Gedankenkreis mit sind, dass es denen genauso ging. Also wie erklären Sie sich das, dass quasi bei interessierten und aufgeklärten Menschen ja Ihre Partei plötzlich ganz oben an erster Stelle kommt? Ich denke, gerade in Ihrem Fall ist es ganz typisch, denn Sie waren zu dritt, haben zusammen einen Konsens gebildet, um die Fragen zu beantworten. Und genauso hatten wir das gemacht, als wir unsere Thesen entwickelt haben. Wir hatten Gruppenvertreter und Interessierte dabei. Jeder hatte ein Vetorecht. Also es gab nichts, was wir verabschiedet hätten, wenn nicht alle zugestimmt hätten. Und entsprechend haben wir einen gesellschaftlichen Konsens formuliert in unseren Thesen. Und wir haben ja bei Ihnen schön gesehen, dass man da eben dann zu einem ähnlichen Resultat kommt. Woher kam denn überhaupt der Impuls, eine neue Partei zu gründen? Es gibt doch so viele Parteien.
Ja, also wir sind auch eigentlich gar nicht eine richtige Partei, wir haben diesen Anspruch gar nicht. Wir sind ein Wahlbündnis. Das hatte sich letztes Jahr aus der, ja, im Prinzip der Demokratiebewegung des Jahres 2020 entwickelt, dass es ganz viele Gruppen gab, die aktiv wurden und sich politisch engagiert wollten. Und wir haben eine Bewegung gegründet, die wieder zusammenzuführen, ein Bündnis zu schaffen, um neue Spielregeln in der Politik durchzusetzen. Wir haben unser Grundsatzprogramm nur mit Politikforderungen, also mit Forderungen an, wie die Politik neu organisiert werden sollte. Und dafür haben wir sozusagen eine Parteihülle gegründet, um da es keine verbundenen Listen mehr gibt, seit die Linken damit erfolgreich in den Bundestag gekommen sind. Man kann sich also, Parteien können sich nicht mehr zusammentun auf Listen. Wir haben das ein bisschen sozusagen umgangen, indem wir gesagt haben, Vertreter von kleinen Parteien können bei uns mitkandidieren, parteilos. Und sind sozusagen auf diese Weise auch eine verbundene Liste. Wir sind also ein Wahlbündnis. Wir haben dafür diese Partei gegründet, denn keiner wollte natürlich seine Partei aufgeben. Und deswegen brauchten wir ein neues Vehikel. Das haben wir im Januar 2021 gegründet und in 6 Monaten für die Bundestagswahl fit gemacht. Wenn Sie fordern, Politiker müssen haften, wie genau ist denn das da im Einzelfall zu verstehen? Weil Politiker müssen ja immer noch in der Lage sein, Entscheidungen treffen zu können. Ja, natürlich, klar. Also das Haftungsprinzip ist im Prinzip ganz einfach. Es geht darum, dass die Mitglieder in der Regierung persönlich haften, wenn sie ihrer Sorgfaltspflicht und Informationspflicht nicht nachkommen. Sie können die Verantwortung abgeben oder sich versichern. Abgeben können sie es ans Parlament. Ans Parlament abgeben bedeutet, dass dort dann die Parteien haften für die Mehrheitsentscheidungen, die dort gefällt werden. Und wenn sie das auch nicht wollen, weil sie vielleicht die ganz großen Fragen, da kann man die Folgen vielleicht nicht wirklich abschätzen, so wie das zum Beispiel in der Flüchtlingskrise war. Natürlich gab es gute moralische, humanitäre Gründe, warum man Menschen aufnehmen sollte, wenn es zu so einer Situation kommt wie damals. Aber weil man die Folgen nicht abschätzen kann, sollte man dann das Volk fragen. Wenn Volksentscheide können alle der Haftung entgehen, denn das Volk haftet sowieso immer für alle Folgen der Entscheidungen in der Politik. Und das ist dann auch der schnellste Weg zum Volksentscheid auf diese Weise. Wie findet denn in Ihrer Partei die Konsensfindung statt? Gibt es da des Öfteren Treffen oder Parteitage oder wie auch immer? Ja, also wie kommen Sie denn zu den Konsens in Ihrer Partei, zu den einzelnen Themen? Ja, also natürlich gibt es Parteitage und wir sind auch die erste Partei, die ein Konsensverfahren in der Satzung abgebildet hat. Also ich weiß, es gibt natürlich auch andere Parteien, die das Thema Konsensierung nutzen, als eine freiwillige, sagen wir, Form der Entscheidungsfindung. Wir haben es in der Satzung mit einem eigenen Prinzip abgebildet. Das ist also bei uns verpflichtend. Das ist auch für Vorstandsbeschlüsse, die nicht anderweitig klar in der Satzung geregelt sind, auch verpflichtend. Und so nutzen wir das bei allen, wie gesagt, bei ganz vielen Vorstandsbeschlüssen und bei Parteitagsbeschlüssen. Also außer den Fragen, die Wahlen zum Beispiel, die anders geregelt sein müssen nach dem Gesetz. Also mein Parteiprogramm ist ein ganz typisches Beispiel dafür. Da haben wir 5 Farben, Karten, also wie gesagt, 6 Schritte in der Satzung festgelegt. Und das nutzen wir auch. Das Thema, das mich am meisten interessiert in unserer heutigen Landschaft, das ist auch das Thema, was die ganze Welt bewegt. Es handelt sich um die Klimageschichte, Klimakrise, Klimawandel, alles, was damit einhergeht. Meine Frage konkret an Sie ist zweigeteilt. Zum einen, wie stehen Sie zu diesem wissenschaftlichen Konsens, der da seit Jahren mehr oder weniger das politische Handeln quasi weltweit bestimmt oder sagen wir mal vor allem in Deutschland massiv bestimmt? Und vor allem, wie wollen Sie die damit einhergehende Energiewende managen? Wollen Sie das anders machen? Wie ist da Ihr Standpunkt? Also wir haben einen Konsens gebildet, dass wir den CO2-Zertifikatshandel ablehnen. Für uns ist eigentlich das wichtigste Prinzip das Haftungsprinzip auch in der Wirtschaft und natürlich auch in der Energiewirtschaft. Das heißt also, dass diejenigen, die Profite aus der Nutzung der Ressourcen ziehen, auch für die Folgen haften. Das heißt, also so wie das momentan gehandhabt würde, würde mit uns das nicht funktionieren. Denn momentan ist ja so, dass wenn
Folgen durch die, sagen wir mal, zum Beispiel durch die Windkraft, dass Menschen dort nicht mehr gesundheitlich leben können, weil sie betroffen sind von den Windrädern oder auch Artensterben oder ähnliche Dinge, die vielleicht als Folge von bei Atomkraft, die ganze Endlagerung und so weiter. All diese Dinge müssten von den Betreibern selbst finanziert werden. Die Folgen, dafür müssten sie Haftung übernehmen. Und dadurch würde sich das ganze Thema ganz prinzipiell anders gestalten, als es momentan sich gestaltet. Momentan gestaltet es sich sehr ideologisch und weniger so organisiert, dass es dem Gemeinwohl entsprechen würde. Thema Haftung und dass auch Konzerne in die Haftung gehen müssen. Da kommen wir vielleicht zu dem großen Elefant, der auch im Raum steht. Corona, in dem Fall die Impfkonzerne, die sich ja auch aus der Haftung befreit haben. Und daran kann man vielleicht schon erkennen, wohin Ihre Antwort geht. Ich möchte fragen, so, wie steht Ihre Partei zu den bisherigen Corona-Maßnahmen in Deutschland und welchen Umgang mit Corona würden Sie vorschlagen? Für was würden Sie politisch einstehen? Also ganz prinzipiell ist natürlich auch die individuelle Selbstbestimmung einer unserer Grundwerte. Die Grundrechte im Grundgesetz sind für uns ganz besonders wichtig. Die haben wir auch als ersten Punkt in unserem Konsenspapier formuliert. Das heißt also, dass die Einschränkungen, die derart massiv waren, wir für nicht verhältnismäßig halten. Auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, für uns immer sehr wichtig, wieder zu unserem Haftungsprinzip zurückzukommen. Und wenn die Regierungsmitglieder der Meinung sind, dass sie Folgen abgeschätzt haben, Sorgfaltspflicht nachgekommen sind, auch das entsprechend ihrer Informationspflicht, also sagen wir mal, wenn es um die Maske geht, eben auch um die gesundheitlichen Schäden, die durch das Tragen der Maske entsteht und alle gesellschaftlichen Gruppen, die betroffen sind, entsprechend bedacht haben, dann denke ich, können sie auch dafür haften für die Folgen. Und so ist es natürlich auch bei der Impfung, dass die Haftung selbstverständlich die Konzerne übernehmen müssten. Also es kann nicht sein, dass sich Konzerne aus der Haftung ziehen und auch noch der Staat aus der Haftung zieht und das wirklich einfach dem Betroffenen selbst überlässt, wie er mit den Impffolgen zurande kommt. Das ist für uns also absolut das, was wir wirklich nicht wollen. Also ich denke, dass alles andere sich aus dieser ganzen Fragestellung der Selbstbestimmung und der Haftung ergibt. Also wir natürlich auch geht es uns darum, dass wir das Grundgesetz so ändern, dass es nie wieder möglich ist, eine derartige Grundrechtseinschränkung durchzusetzen aufgrund von Verordnungen einer Regierung. Also da ist für uns natürlich auch, eine Situation, wo das Volk mitbestimmen müsste, weil die Folgen so gar nicht abschätzbar waren. Und die sind massiv, die Verfehlungen. Und jetzt geht es natürlich für uns vor allen Dingen darum, die Folgen dieser Verfehlungen zu beheben. Neben Klimakrise und Corona ist ja ein weiteres großes Thema Migration. Wie ist denn da der Konsens in Ihrer Partei, wie wir in Zukunft mit dem wahrscheinlich auch zunehmenden Problem und Flüchtlingsströmen und steigender Weltbevölkerung ist ja eine normale Entwicklung, dass das so weit kommt. Wie will Ihre Partei in Zukunft, wenn sie an der Macht wäre, mit diesem Problem umgehen? Auch in Bezug auf mögliche Auslandseinsätze? Also gehen wir erstmal zu den sozusagen die Menschen, zu den Menschen kommen, die hierher kommen. Dann ist es für uns ganz wichtig, sich an bestehende Gesetze zu halten. Einfach schon allein deswegen, weil das Leid vermindert. Und wir sind der Meinung, dass Asylanträge wesentlich schneller bearbeitet werden müssten. Also 3 Monate ist ja auch im Prinzip in fast allen anderen Ländern die Maximumzeit. Das wäre auch für uns, für Deutschland erstrebenswert. Es wäre auch erstrebenswert, dass Anträge im Ausland gestellt werden können, damit erst gar nicht diese unsäglichen Wanderbewegungen auch über gefährliche Gewässer notwendig werden für Menschen. Und am Ende ist es natürlich so, dass das Innen- und Justizministerium momentan den eigenen Verpflichtungen nicht nachkommt und auch wir da. Das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also wir fordern 2 Paragraphen im Strafgesetzbuch für Politiker.
Das ist einmal der 266a für die Haushaltsuntreue für Steuerverschwendung und den 138a, das ist die Mitwisserschaft im Amt für die Nichtverfolgung von Straftaten. Und das ist eben auch genau der Punkt, um den es uns geht. Schuldig sind hier nicht die Ausländer, sondern es sind diejenigen, die ihren Verpflichtungen als Mitglieder der Regierung oder eben auch als Behördenleiter nicht nachkommen. Und der 138a würde genau das beheben. Das also, wir wissen, dass bei den Anschlägen und bei vielen anderen Gewalttaten die Behörden bereits informiert waren und sich darum nicht gekümmert haben. Also es ist doch das Problem bei den Behörden und nicht bei den Menschen. Und das ist, denke ich, so die grundlegende Position zum Thema Asyl und Flüchtlinge, die wir vertreten. Auslandseinsätze sind wir der Meinung, dass die NATO ein Friedensprojekt werden sollte. Also die Einhaltung der Menschenrechte ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Eine Frage aus eigenem Interesse. Es geht um das Thema Sperrung von beispielsweise YouTube-Kanälen, Accounts bei Social Media aus fragwürdigen Gründen, aus gefühlter Willkür, die abhängt von irgendwelchen AGBs oder Community-Richtlinien. Ist es ein Thema für Ihre Partei und würden Sie dafür sorgen oder dafür einstehen, dass das Bundesrecht oder das Recht und Gesetz auch der Maßstab wird bei der Zensierung von sozialen Medien und von Accounts? Ja, also Anonymität im Netz ist für uns eine ganz wichtige Forderung, bei Digitalisierung gleich die erste im Konsenspapier, und die Rückabwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes haben wir auch drin. Ich denke mal, damit ist im Prinzip unsere Position relativ klar formuliert, dass das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, klar, natürlich auch immer im Rahmen der Strafgesetze, aber das ein ganz wichtiges Grundrecht ist, auf das wir natürlich auch Wert legen als Partei und das Parlament vertreten würden. Aber am Ende geht es uns natürlich vor allen Dingen darum, die Regeln für Politik selbst zu ändern. Das ist sozusagen das, was alle Gruppen unterschrieben haben. Die Politikerhaftung, Amtszeitbegrenzung, eine transparente Parteienfinanzierung, also unsere politischen Forderungen für die Politik selbst. Das ist das, wo wir uns zusammengeschlossen haben. Was hat sie mit der Amtszeitbegrenzung auf sich? Was fordern Sie da? Wir fordern, dass alle politischen Ämter auf allen Ebenen beschränkt werden auf 2 Amtsperioden, damit wir also automatisch wegkommen von der Idee des Berufspolitikers hin zu einem Volksdiener auf Zeit, und das eben auch in den Parteien, nicht nur für Mandatsträger, aber auch für alle Mandatsträger, so von der Kommune bis zum Bundestag. Nach 16 Jahren Merkel finde ich das eine sehr sympathische Idee, muss ich gestehen, ja. Thema soziale Spaltung oder nicht soziale Spaltung, sondern soziale Situation nach 16 Jahren in dieser Politikformation, wie wir sie haben. Es gab noch nie so viele arme Menschen in Deutschland in der neueren Zeit. Die Arbeitslosenzahlen, wenn man sie richtig aufdröselt, sind auch exorbitant hoch. Die Menschen, die zur Tafel müssen, gab es noch nie so viel. Stichwort demografischer Wandel und soziale Situation in Deutschland. Was wären die ersten Programme, die Sie angehen, um diese Verfehlungen der letzten 1,5 Dekaden rückgängig zu machen? Ja, für uns ist es wichtig, das bedingungslose Grundeinkommen, das wir als ein Freiheitsauskommen formuliert haben, durchzusetzen und eine Krankenversicherung für alle. Überhaupt das Gesundheitssystem weg von der Gewinnorientierung hin zur Gemeinwohlorientierung zu ändern, um am Ende die Menschen von der Notwendigkeit der Arbeit in einer gewissen Weise zu befreien, um dann auch durch Abbau von bürokratischen Gängelungen und Regelungen und diesen gerade rigiden Hartz-IV-Geschichten Innovationen freizusetzen und die Menschen zu befähigen, sich auch wieder anderweitig und freier auf dem Arbeitsmarkt einbringen zu können,
Familienarbeit, auch die ganze Pflegegeschichte so zu gestalten, dass es sich eben für Menschen auch lohnt, sich wieder um andere Menschen zu kümmern und die Tätigkeiten nicht mehr nur dem Geldverdienen sozusagen zugeordnet sind. Und wenn man erstmal aus diesem System raus ist, das Arbeiten überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, mehr oder weniger wieder reinzukommen, weil es sich gar nicht lohnt. Also das ist ja das Grundproblem momentan mit Hartz IV, dass es sich gar nicht mehr lohnt, wenn man erstmal lang genug im Hartz IV-System ist, A und B, vielleicht auch mit der ganzen Familie. Also ab drei Kindern muss man ja schon zum oberen Drittel gehören des Einkommens, um die gleiche Netto-Summe zu verdienen. Also da ist irgendwo das ganze System inzwischen fehlgesteuert, wenn man so möchte. Und wir wollen das dadurch wieder auf die Füße stellen, dass wir sagen, wir schaffen im Prinzip alle Sozialleistungen, Mindestrente und all diese Dinge ab und ersetzen die durch ein Grundeinkommen und eine Krankenversicherung für alle. Ich hätte noch eine ganz andere Frage, und zwar zum Stichwort Hanfprohibition. Ein ganzer Industriezweig wartet darauf, endlich ein Milliardengeschäft daraus machen zu können, wenn es um Sachen wie Textilhanf oder Hanf als Baustoff, Dämmstoff, natürlich auch in der Medizin spielt es eine Rolle und so weiter und so fort. Alles verboten beziehungsweise extrem eingeschränkt. Also der Green Rush, wie man so schön sagt, wird hier vollkommen unterbunden aufgrund der Drogenpolitik. Wie steht Ihre Partei zu dieser Frage? Also wir möchten, im Konsens ist es zumindest so formuliert, dass für Eigennutzung der Anbau von einer bestimmten Anzahl von Pflanzen legalisiert ist. Das heißt, man sich selbst versorgen kann und nicht damit im Prinzip eine gewisse Legalisierung. Und im Rahmen der Legalisierung ist natürlich auch dann die ganze Geschichte mit Medizin und Textilien und so weiter wesentlich vereinfacht, weil das sozusagen das Problem mit der Eigennutzung dann sich auch im Prinzip erübrigt hat. Man kann sich selbst versorgen. Also wir würden dadurch auch den Markt wegnehmen, ist ja klar. Okay. Stichwort EU. England hat es vorgemacht, hat die EU verlassen. Gibt es da Bestrebungen in Ihrer Partei, das Staatenbündnis auf längere Frist, auf längere Sicht zu verlassen, oder plädieren Sie für den Bestand diesen Staatenkonglomerats mit Brüssel, Zentralrat und so weiter, alles, was wir da an großen Entwicklungen hatten in den letzten 20 Jahren? Für uns ist die EU prinzipiell eine erstrebenswerte Zusammenschluss von Staaten. Allerdings haben wir ganz klar in unserem Konsens formuliert, dass die Institutionen der EU demokratisiert werden müssten. Also wir empfinden sie als nicht demokratisch, gerade das Europäische Parlament, das noch nicht mal sein eigenes Gesetz wieder zurücknehmen kann, weil es gar keine Gesetzesinitiativrecht hat. Also unter der Voraussetzung, dass die Institutionen demokratisiert werden, werden wir durchaus auch für die Institutionen im Moment so, wie es ist, halten wir den Zusammenschluss für gut, auch für auch die vier Grundfreiheiten der EU. Aber wie gesagt, mit den Institutionen haben wir unsere Probleme, weil sie nicht demokratisch sind. Wirklich interessant, Ihre Position zu hören, und wir haben es ja schon gesagt, im Wahlometer waren Sie ganz oben, aber leider ist für mich in Sachsen besteht die Option nicht, Sie zu wählen. Das Bündnis 21 steht nicht auf dem Wahlzettel. Wie kommt es, und sind Sie optimistisch, aus Ihrer Partei wirklich eine bundesweite Partei zu machen? Ja, bundesweit sind wir schon unterwegs. Also wir haben insgesamt 13 Landesverbände gegründet. Wir haben auch 11 Aufstellungsversammlungen geschafft in diesem kurzen Marathon von 6 Monaten, die ja nur für uns überhaupt zur Verfügung standen, um antreten zu können. 19. Juli war bereits Abgabe aller Unterschriften, und das haben wir mit inneren Problemen, äußeren bürokratischen, also Hindernissen, Hürden, die man so nehmen muss. Es ist auch zwischen der Zulassung als bundesweite Partei und der Abgabe der Unterschriften waren 10 Tage.
das war schon sportlich, muss man sagen, selbst mit 500 Unterschriften. Und so haben wir es dann am Ende leider nur in drei Bundesländern auf den Wahlzettel der Bundestagswahl geschafft. In Berlin waren wir 11 Minuten zu spät mit der Abgabe. Also es sind teilweise auch ganz praktische Staubprobleme gewesen, die uns gehindert haben. In Berlin treten wir noch zur Wahl fürs Abgeordnetenhaus an. Also wir sind schon in 4 Bundesländern auf dem Stimmzettel. Allerdings, wie gesagt, in Berlin nur für den Landtag. Und haben 2 Direktkandidaten. Wir sind in den nächsten 4 Jahren sicher dann so weit, dass wir bundesweit antreten können. Klar, der Bundestag, das ist der Ort, wo wir gerade die Strafgesetze und die Regeln für die Politik ändern können. Das heißt, das ist für uns durchaus das Ziel und das werden wir auch in 4 Jahren wieder versuchen. In welchen Bundesländern kann man Sie denn wählen? Momentan ist es Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg. Wie gesagt, in Berlin sind wir auch wählbar fürs Abgeordnetenhaus. Und die Stadt Berlin hätte wirklich Politikerhaftung nötig. Jetzt denken ja viele Wähler, eine Stimme für eine kleine Partei, insbesondere wenn die ja noch nicht mal bundesweit antritt, ist wie eine verschenkte Stimme. Was würden Sie den Wählern sagen, warum trotzdem Bündnis 21 euch wählen? Das ist ein Statement, ganz, ganz klar für Politikerhaftung, für neue Spielregeln in der Politik. Und irgendwann muss man anfangen, auch mal dazu zu stehen und das zu wählen, wofür man wirklich brennt oder was einem wichtig ist in der Politik. Ich glaube, das große Problem sind die vielen Mitläufer, Abnicker, Zustimmer, die dann am Ende das möglich machen, was wir zurzeit im Bundestag haben. Wenn sich mehr Menschen den Mut hätten, eine kleine Partei zu wählen oder eine neue Partei in dem Fall, dann werden die auch schneller größer und können schneller auch Einfluss nehmen. Wunderbar. Wie sieht es denn jetzt aus, die nächsten 70 Stunden? Da wird es doch jetzt bestimmt bei Ihnen richtig heiß werden, oder? Ja, wir sind dabei, pinke Flecken zu hinterlassen in dieser Republik. Die Farbe, etwas Farbe braucht dieses Land, definitiv. Ja, also ja, von unserer Seite aus wirklich alles, alles Gute für die nächsten Tage, für diesen Endspurt. Es hat mich sehr gefreut, dass wir jetzt hier Ihre Partei vorstellen durften. Und ich würde mir wünschen, dass Sie mit in den politischen Entscheidungsprozess kommen, weil Politikerhaftung, das finde ich in unserem Land etwas, was schon lange ganz nach oben gehört. Da würden sich die Spielregeln wahrscheinlich ganz schön ändern. Ja. Ich habe noch eine Frage. In welchem Wahlkreis treten Sie denn an? Also ich persönlich hatte die Zeit nicht, mich in meinem eigenen Wahlkreis aufzustellen, da ich bundesweit unterwegs war mit den Aufstellungsversammlungen und helfen bei Unterschriftensammlungen. Ich bin auf der Landesliste Hessen und würde mich in Hessen ganz besonders freuen, wenn wir viele Wähler finden, aber auch für alle anderen Kollegen bundesweit. Wie gesagt, bitte ein Statement abgeben. Es ist wichtig, dass Politiker haften müssen. Frau Zommer-Kaewa, vielen, vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Und für Sonntag wünsche ich Ihnen und Ihrer Partei natürlich viel Erfolg, viel Glück. Und ja, wir verfolgen das auf jeden Fall weiter und danken Ihnen recht herzlich, dass Sie uns die Partei vorgestellt haben, die wir, wie gesagt, bis vor einer Woche selber gar nicht kannten. Ja? Ja, vielen Dank für die Zeit, dass wir uns hier vorstellen durften und ich freue mich, Verbündete zu haben. Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, danke. Ja, also das war sehr aufschlussreich und ich weiß jetzt, glaube ich, auch, warum uns diese Partei vom Wahl-O-Mat empfohlen wurde. Ja? Also ich persönlich gehe da in ganz vielen Aussagen mit, finde vor allen Dingen die Idee mit der Politikerhaftung sehr interessant. War da ja ein bisschen skeptisch, weil ich mir vorstelle, naja gut, wenn du jetzt jeden in die Haftung nimmst, dann will am Ende niemand mehr eine Entscheidung treffen. Aber so wie sie das erklärt hat, dass man das sozusagen erstens mal versichern kann, ja, und die Versicherung wird dann beim zweiten Mal sagen, ja, also den ersten Fehlschuss hast du, ja, aber okay. Jetzt versichern würde ich nicht mehr. Also bei der nächsten Entscheidung haftest du alleine.
Und dass man eben auch als Politiker die Möglichkeit hat, die Entscheidung gar nicht treffen zu müssen, sondern diese eben an den Bundestag gibt. Und wenn die Parteien dort auch keine Lust haben, in die Haftung genommen zu werden, dann hat das letzte Wörtchen das Volk. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept, weil damit das Volk wirklich in der höchsten Instanz agiert, nämlich wirklich als Souverän. Und das gefällt mir. Schade, dass ich die Pinken auch nicht auf dem Wahlzettel habe. Ja. Ja, sonst würde ich sonst hätte ich jetzt noch einen mehr, was die Qual der Wahlgröße machen würde. Wo war es jetzt? Also Hessen, Bayern und Hamburg, oder? Baden-Württemberg, Hessen und genau, Hamburg. Bavü, genau. Bavü, Hessen und Hamburg, ja. Schade. Ja, lass mich den Gedanken noch aufgreifen, Frank, den du gemacht hast. Also, das fand ich auch, genau wie du gesagt hast, sehr interessant, dass du das mal erklärt hast, diese Idee von der Politikerhaftung. Und ich war auch am Anfang, wenn ich es erstmal hörte, immer skeptisch, ja, da macht ja keiner mehr einen Job. Aber was sie ja so, wie sie das erklärt hat, dass du, ey, wenn dir irgendeine Entscheidung zu heiß ist, dass du dann einfach die Verantwortung in den größeren Kreis gibst. Und ey, wo hätten wir das in den letzten Jahren gebrauchen können? Ich meine, so viele Themen, nur eins reingeschmissen. Überall. Damals 2050 in der großen Flüchtlingskrise damals. 15. Es drücken ganz viele Leute, 2015 war es ja. 15. Ganz viele Leute drücken so auf die Außengrenzen der EU. Und wie kommt man zu der Entscheidung? Und da war es eben so eine Hinterzimmerentscheidung. Letzten Endes ein Alleingang von Merkel, der noch nicht mal abgesprochen ist mit allen Ministern, der noch nicht abgesprochen ist mit den Nachbarländern. Das sind genau diese Einzelgänge, die so ein Konzept halt vermeiden will. Und es ist eine große Entscheidung mit viel Tragweite. Und ganz ehrlich, ich habe damals auch schon gesagt, ich möchte die Entscheidung allein nicht treffen. Aber diese Idee, ja, dann müssen wir das halt auf breitere Schultern verteilen. Und vielleicht letzten Endes auf die Schultern des Volkes, auf den Souverän, finde ich auch echt einen guten Gedanken. Ja. Davor hat das politische Personal ja panische Angst, dass das Volk selber entscheiden könnte. Ich glaube, die jetzt herrschende Regentin, die hat da ihre Schwierigkeiten damit, mit demokratischen Prinzipien. Das war ihre eigene Aussage, glaube ich. Dass die Entscheidung beim Volk nicht so gut aufgehoben ist. Ja, das Beste war ja vor kurzem die Merkel, als sie über die CDU sprach, als der Partei, die ihr am nächsten steht. Ja, dass sie da Mitglied ist, hat sie offensichtlich vergessen. Wisst ihr, was Kohl gesagt hat, kurz nachdem sie ihn da mehr oder weniger mit dem Messer im Rücken hat stehen lassen? Zuerst wird sie die CDU kaputt machen und dann Deutschland. Das hat der Kohl gesagt. Ich war nicht dabei, aber das habe ich gelesen von ihm, ob das wirklich, aber ich meine, die hat ihn ja auch, wie nennt sich das, wenn der Sohn den eigenen Vater oder die eigene Tochter, den Vater, keine Ahnung, kann jeder ja mal. Ah, ey, lass uns doch nicht über die Großen reden. Genau, wir sind heute geht es um die kleinen Parteien. So. Und, genau. Und wir haben noch eine dritte Partei am Start. Und im Gegensatz zu den beiden ersten, die wir hatten, ist es keine Neugründung, sondern eine Partei, die es schon ein bisschen länger gibt, seit Anfang der 90er Jahre. Wir haben heute noch einen Kandidaten am Start von Büso, Bürgerbewegung Solidarität. Und das ist eine kleine Partei, die verlinkt ist, ganz, ganz eng verlinkt ist an die LaRouche-Bewegung. Es geht zurück auf den amerikanischen Politiker und Aktivisten Lyndon LaRouche und dem seine ja wirklich visionären Gedanken auch von Politik, die finden sozusagen Einklang dann in dieser Partei von Büso. Und wir haben eingeladen vom Bundesvorstand von Büso und er ist auch Kandidat für den Bundestag jetzt. Herzlich willkommen hier, Stefan Ossenkopp in unserer Runde. Herr Ossenkopp, herzlich willkommen in unserer Runde hier bei Homeoffice. Schön, dass Sie die Zeit finden, uns ein bisschen was über die Bürgerrechtsbewegung Solidarität zu erzählen. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Guten Abend. Guten Abend andererseits. Ja, Herr Ossenkopp, das Erste, was man sieht, wenn man auf die Startseite geht von büso.de, dann sind es gleich zwei große Plakate, die vielleicht zentral irgendwie zeigen, um was es Büso geht. Das erste Plakat heißt Brücken statt Bomben. Infrastruktur für Deutschland und die Welt gemeinsam mit Russland und China. Und das zweite große Plakat daneben ist gleich Schluss mit Green Deal, Aufbau mit Kernkraft. Das sind wohl die zentralen Themen von Büso, so wie ich auch Büso schon in den 90ern wahrgenommen habe. Da ging es auch schon darum, ein Transrapid-Projekt vielleicht über den ganzen eurasischen Kontinent zu bringen. Das sind also zentrale Themen. Führen Sie uns doch mal ein in die Ideen und in die Visionen von Büso und von Lyndon LaRouche.
Also ich kann ja mal das aufgreifen, was Sie sagten mit dieser eurasischen Landbrücke, wie die Büso das ja genannt hat. Das war eigentlich direkt nach dem Mauerfall. Da hatten wir dann schon die erste Studie zusammengestellt, die sich vor allen Dingen damit beschäftigt hat, wie kann Westeuropa und Osteuropa zusammenarbeiten wirtschaftlich, wie können wir die marode Infrastruktur des Ostens eben nicht dicht machen, sondern modernisieren. Und als es dann ziemlich schnell voranging mit dem Kollaps der Sowjetunion, da haben wir die erste Studie zusammengestellt, die dann auch Neue Seidenstraße hieß, also als Motor einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Weil die Grundidee von Büso und all ihren internationalen Partnerorganisationen war eigentlich immer Frieden durch Entwicklung. Und man hatte ja gesehen, dass der Kalte Krieg hatte ja unglaublich viele gefährliche Situationen, in denen es auch durchaus zum nuklearen, also Selbstvernichtung der Menschheit hätte kommen können. Das heißt also, es war anschließend sofort die Idee da, wie bauen wir eine Sicherheitsordnung auf in Eurasien, die Mechanismen der Geopolitik ausschalten. Und dazu gehört aber nicht nur also die militärische oder sicherheitspolitische Aspekte, sondern es gehört vor allen Dingen Wirtschaftsentwicklung dazu. Und wo fängt Wirtschaftsentwicklung an? Immer bei Basisinfrastruktur, bei Verkehr, Energie, Wasser und dann kommen natürlich sowas wie Bildung, Gesundheit und so weiter dazu, keine Frage. Das hat man erst, also in der Wirtschaftswelt ist das auf großes Interesse gestoßen, auf Messen bei Unternehmen und so weiter. Aber die haben gesagt, das ist so groß, gehen Sie lieber zu Regierungen. Und dann haben wir, glaube ich, sehr viele Seminare, Konferenzen gemacht. Und die Regierung, die dann darauf wirklich reagiert hat, war die chinesische Regierung. Und die Frau Zeppler-Rouge, unsere Bundesvorsitzende, war dann tatsächlich 1996 in Peking und hat zur Strategie der Neuen Seidenstraße auf einer Regierungskonferenz mit vielen Denkfabriken und Ministerien gesprochen. Und seitdem ist das eigentlich eines unserer zentralen Anliegen geworden, dieses Projekt zu bauen. Und es ist ja nun mal nicht zu verkennen, dass mit 2013 der Belt and Road Initiative tatsächlich diese Idee irgendwie aufgegriffen worden ist. Und mittlerweile gibt es ja 140 Mitgliedsländer für diese Belt and Road Initiative. Insofern haben wir nicht alleine, aber wir haben da etwas in Gang gebracht, was doch jetzt die strategische Lage der Welt komplett verändert hat. Sie sprechen es ja schon an. Es ist eine sehr internationale Perspektive und tatsächlich ist ja Büso auch Teil der LaRouche-Bewegung. Was macht denn eigentlich dann das Besondere von der deutschen Büso aus und inwieweit sind Sie auch emanzipiert und frei auch in Ihren Entscheidungsfindungen? Naja, die Organisationen, die international gegründet worden sind, das ist die Büso in Deutschland, das ist Solidarité Progrès in Frankreich. Es gibt auch in Italien eine Institution, Movimento Solidarietà. Ja, und dann haben wir Organisationen in Schweden, natürlich in den USA, in Dänemark. Aber vor allen Dingen haben wir auch viele nicht so formale Organisationen, die sich aber international dazu bekennen, mit den Ideen von Lyndon LaRouche und in dem Fall eben der Büso zu sympathisieren. Wichtig ist natürlich das internationale Schiller-Institut und unser international agierender auch Verlag, Executive Intelligence Review. Also ich denke, dass wenn man wirklich etwas verändern will, dann wäre es doch irgendwie schade, wenn man versucht, in jedem einzelnen Land eine eigene Veränderung zustande zu bringen. Das muss man ja irgendwie international koordinieren. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, dass also die Büso ist ja keine, es wird immer gesagt, kleine Partei. Aber wir bringen die globale strategische Lage hier nach Deutschland und versuchen wirklich die Bürgerinnen und Bürger aus dieser reinen, nur nationalen oder sogar regionalen kleinen Schau herauszuholen, weil auf der Ebene sind die meisten Leute total pessimistisch in Deutschland. Und wenn Sie sich auch die jetzigen Kanzlerkandidaten anschauen, wir sprechen ja mit vielen Leuten, die haben das alles gesehen, was Baerbock, Scholz und Laschet in diesen ganzen Sendungen von sich geben, dann sehen die eigentlich nicht wirklich die fundamentalen Probleme, in denen sie stecken, irgendwie angepackt. Und das müssen wir irgendwie ändern, aber wir können das, glaube ich, nur ändern, indem wir den Leuten sagen, es gibt eine globale strategische Veränderung, sagen wir mit der Situation in Afghanistan. Vielleicht können wir darauf noch in der nächsten Frage eingehen, die wirklich möglich macht, dass man auch in Europa etwas
etwas verändert, auch in Deutschland etwas verändert. Meine nächste Frage wäre jetzt zu Ihrem anderen großen Thema, nämlich mit Kernkraft in die Zukunft sozusagen. Das impliziert ja gleich eine ganze Menge Fragen. Bei mir sind das drei, nämlich zur Kernkraft selbst. Wie steht es da mit der Sicherheit der Reaktoren und vor allen Dingen mit der Entsorgung des atomaren Abfalls? Oder gibt es da vielleicht schon andere Technologien, auf die man in Zukunft setzen könnte, die unter dem Label Kernkraft laufen? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, die sich natürlich daraus stellt, ist, mit dem Klimawandel. Atomkraft geht ja eigentlich mit dem, lässt sich ja gut vereinbaren mit dem Klimawandel, weil es eben kaum Emissionen hervorruft, aber es stellt sich eben die große Frage nach der Sicherheit. Wie geht da mit Ihrer Partei mit diesen Fragen um? Ja, wir sind ja eigentlich die einzige Partei, die überhaupt noch die Kernenergie hochhält, weil es gibt mehrere Aspekte, aber vom wirtschaftswissenschaftlichen Aspekt her muss man eigentlich, wenn man sich die Evolution der Menschheitsgeschichte anguckt, also der Mensch ist ja das Wesen, das wirklich Energie benutzt oder Feuer benutzt. Das war zuerst Sammelholz, dann war es irgendwann vielleicht die Herstellung von Kokskohle, dann kam Braunkohle, Steinkohle und Öl, Erdgas. Und dann sind wir irgendwann in so einer industriellen Revolution wirklich auf eine, weiß nicht, eine millionfach höhere Energiedichte gekommen. Das ist eben die Kernspaltung. Und es gibt ja schon den nächsthöheren Schritt, das ist die Kernfusion. Dann kommt irgendwann, wenn wir diese Prozesse verstehen und meistern, auch die Materie-Antimaterie-Reaktion. Und dieser Prozess ist begleitet von einer demografischen Veränderung. Das heißt also, wenn ich die Energieflussdichte erhöhe, erhöhe ich auch das Potenzial, dass die Produktivität pro Kopf und damit reduziere ich den physischen Aufwand, die Populationsdichte zu erhalten. Das ist für Wirtschaftswissenschaftler der wirkliche Beweis, dass menschliche Gesellschaft durch stetigen Fortschritt, durch Entdeckung physikalischer Prinzipien nicht wie Tierpopulationen an Grenzen kommt, sondern es kann diese Grenzen immer überschreiten. Das ist das eine. Es ist ein wissenschaftlicher Aspekt, warum das eigentlich sein muss und warum es auch folgerichtig und logisch ist. Und deswegen setzt, glaube ich, auch ein Großteil der Menschheit auf die Kernenergie, weil die dieses Prinzip verstanden haben. Also gerade hat Russland angekündigt, 15 weitere Reaktorblöcke zu bauen mit der, das nennt man die Generation 3+. China ist, glaube ich, vor Indien und Südkorea das Land, das am meisten Reaktoren im Moment baut, auch 30 Reaktoren sind geplant entlang dieser Seidenstraßenkorridore. Die Türkei, aber es gibt natürlich Länder wie Frankreich, England, auch hier in Europa, Ungarn, Tschechien, die werden natürlich die Kernenergie nicht aufgeben. Sie haben nach der Sicherheit gefragt. Na gut, wenn man sich anschaut, die Reaktortypen, die wir auch selbst in Deutschland entwickelt hatten, in Kugelhaufen, heliumgekühlten Kugelhaufenreaktor, der war inhärent sicher. Der stand in Hamm-Üntrop, der war so gebaut, dass keine Kernschmelze stattfinden konnte, weil es gab auch gar nicht mehr diese sogenannten Reaktorstäbe, sondern das waren so Graphitkugeln, in denen die Thoriumpartikel oder andere Verbrennungsartikel so aufbereitet waren, dass sie nicht eine höheren oder dass sie eine bestimmte Hitzegrenze erreichen. Es gibt noch andere Modelle, Schmelzsalzreaktoren, die werden in China erforscht gerade. Wir haben es leider aufgegeben und es gibt jetzt so langsam in der Industrie so Bewegungen von Leuten, die sagen, um Gottes Willen, vielleicht war das doch etwas zu hastig, weil wir danach ja auch noch aus der Kohle aussteigen. Und die Windkraft und die Solarpaneele allein werden Deutschland als Industrienation natürlich nicht am Leben halten. Das ist den meisten eigentlich klar. Dann schließt sich gleich die Frage an, wie Sie denn die Energiewende in Zukunft gestalten wollten. Also primär mit der Kernkraft oder sehen Sie in den alternativen Energien, und ich meine jetzt nicht Wind und Solar, sondern vielleicht Wasserstoff oder andere Techniken, die jetzt erst noch kommen, dass Sie da auch Ihren Fokus drauf legen? Die Kernenergie werden wir nicht aufgeben. Und China ist zum Beispiel das Land, das jetzt sagt, es will bis 2035 einen funktionsfähigen Tokamak-Kernfusionsreaktor entwickeln und bis 2050 flächendeckend anwenden. Das ist etwas, was die Zukunft ist. Also Wasserstoff ist sicherlich auch ein Produkt und es wird auch irgendwo immer Regionen geben, die Windturbinen haben und Solarpaneele, das ist klar. Aber nicht als
Grundlastsystem und vor allen Dingen nicht, wenn wir wirklich sowas wie die, was wir die Weltlandbrücke nennen, also sozusagen die neue Seidenstraße ausgedehnt auf alle Kontinente erreichen wollen, dann wird die Kernenergie eine ganz zentrale Rolle dabei spielen, weil es geht ja auch nicht nur um Energiegewinnung dabei, sondern beispielsweise ist Kernenergie und Kernfusion wichtig für die Raumfahrt. Interessanterweise habe ich gerade gelesen, dass die Firma Rolls-Royce einen Mini-Reaktor entwickeln will, mit dem man auf dem Mond und auf dem Mars Tagebau, also Mineralabbau betreiben will, weil natürlich viele der seltenen Erden und Mineralien, die wir hier brauchen, gar nicht genügend auf der Erde oder nicht zu einem bezahlbaren Preis vorhanden sind. Also es wird da eine Rolle spielen, es wird aber auch bei zum Beispiel Meerwasserentsalzung, also wirklich Meerwasser zu vernünftigen Preisen zu entsalzen, wird eine wichtige Rolle spielen, sogenannte Nuplexe, in denen das gemacht wird, weil ein Großteil der Welt ja gar nicht entwickelt werden kann, wenn es dort kein Wasser gibt. Also die Wüsten zu begrünen und ähnliche Dinge. Also das sind so große Fragen, ich weiß. Das ist für viele dann erstmal grenzensprengend, aber vielleicht ist es wirklich notwendig, den Leuten da einen vollkommen neuen strategischen Blick zu sehen, weil wir müssen die Überlebensfähigkeit der Menschheit auf lange Sicht hin garantieren und nicht nur von heute auf morgen. Also die Energiewende, wie sie jetzt von den Grünen, aber von allen anderen Parteien so geplant wird, ist eine Sackgasse und ist eine Katastrophe. Das ist aber auch vielen anderen klar, nicht nur der Büsow. Herr Ossenkopp, Kritiker werfen Ihrer Partei vor, es gäbe dort einen Personenkult um Lyndon LaRouche. Dem Menschen Lyndon LaRouche wurde, als er gelebt hat, auch immer vorgeworfen, er wäre ein Verschwörungstheoretiker. Manche sprechen hier in Deutschland sogar von einer Politsekte. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ja, ich manchmal weiß ich nicht, welche Vorwürfe, das kommt sich teilweise so in die Quere. Sie haben die jetzt genannt mit der Sekte oder meistens wird auch gesagt, die Büsow ist zu klein, die kann sowieso nichts ändern. Wenn du die wählst, dann hast du deine Stimme verschenkt, die sind gar nicht wichtig, die spielen keine Rolle. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel unsere Bundesvorsitzende also ständig in internationalen Medien präsent ist, also ob das jetzt in Russland ist, gerade vorgestern, glaube ich, war das pakistanische Fernsehen, hatte sie eingeladen, neben einem pakistanischen Botschafter in Rom zu sprechen über diese Fragen. Dann gab es jetzt, unsere französischen Kollegen haben gesagt, hier bei uns gibt es ganz andere Verleumdungen. Jetzt ist gerade ein 600-Seiten-Bericht rausgekommen über Chinas Einflussagenten im Westen. Weil Sie haben ja schon gemerkt, in gewisser Weise sehen wir Chinas Politik positiv und damit stehen wir vollkommen quer zu dem Mainstream in den Medien. Und in dem Bericht widmen die 5 ganze Seiten uns, also Frau Zeppler-Rouge, Schiller-Institut, ob Büsow auftaucht, weiß ich jetzt nicht genau, aber da kann man ja eins und eins zusammenzählen, warum wir so gefährliche Einflussagenten sind. Wir sind die führende Stimme für Chinas Politik hier und so weiter. Gab auch hier in Berlin so einen millionenschweren Think Tank, der heißt Merix, weiß nicht, ob Sie den kennen, Mercator-Institut für China-Studien. Die haben auch gesagt, die Büsow, die hängt überall Plakate auf mit der neuen Seidenstraße, die sind einflussreich mit ihrer Meinung. Also es beißt sich irgendwie so ein bisschen. Auf der einen Seite wird gesagt, wir sind so kultig oder im Underground und huldigen irgendeinen Guru. Aber das passt ja nicht zusammen mit dieser anderen Erzählweise, dass man fürchtet, dass unsere Ideen sich verbreiten, auch hier in den Medien. Deswegen haben wir ja ziemliche Mediensperre. Und wir damit wirklich große entweder Wählerkreise oder doch Institutionen in Deutschland eigentlich erreichen könnte, wenn man mehr unsere Stimme auch zu Gehör brächte. Deswegen, es beißt sich so ein bisschen. Man muss sich da schon fragen, woher diese Widersprüche kommen bei der Art und Weise, wie man uns betrachtet. Wie sehen Sie die Rolle von Deutschland im internationalen Verbund? Also die Frage könnte man jetzt zweiteilen. Ich möchte aber, zum einen ist es die EU. Soll Deutschland die EU verlassen? Ist es eine Konstruktion, die noch bleibt? Und dann vor allem auch diese Phase momentan wird ja geprägt von den Ereignissen in Afghanistan. 20 Jahre Desaster haben sich mehr oder weniger jetzt erfüllt. Das, was die Leute, die Experten am Anfang prophezeit haben, ist auch wirklich so eingetreten. Bundeswehr im Ausland, das ist so ein Thema, die mitschwingt. Also Deutschland insgesamt im internationalen Verbund, wie stellen Sie sich das vor? Also die Büsow hatte schon
ich glaube, 2011 so ein Weißbuch veröffentlicht zu Afghanistan, wo wir damals schon den Punkt gemacht haben, dass dieser Krieg nicht gewinnbar ist, weil er auf vollkommen falschen Annahmen beruht. Also die Annahme, dass einige Leute in einer Höhle in Tora Bora in Afghanistan den 11. September alleine durchgezogen haben, war von Anfang an vollkommen unglaubwürdig. Vor allen Dingen, als jetzt mehr und mehr rauskam durch das Offenlegen von FBI-Dokumenten, durch die hinterbliebenen Familien, die Druck gemacht haben auf die Politik, dass die Rolle von Saudi-Arabien eine viel, viel gewichtigere ist. Saudi-arabischer Geheimdienste, die Netzwerke in Amerika, die dann die Attentäter waren, schon vorher sehr stark unterstützt haben. Auch die Briten haben mit Geldern an die saudische Botschaft in Washington geholfen. Also da ist noch eine riesige Story aufzuarbeiten, die wir vielleicht noch in Gänze gar nicht kennen. Also der zweite war natürlich, Sie haben gesagt, die ganzen Kriege der letzten 20 Jahre. Also es gab jetzt eine Untersuchung von einer Brown University, die gezeigt haben, dass die USA und die NATO 90.000 Luftschläge ausgeführt haben in den letzten 20 Jahren. 8 Billionen Dollar mindestens ausgegeben. Bei diesen Luftschlägen sind direkt 335.000 Menschen ums Leben gekommen. Es gibt eine riesige Dunkelziffer von Zivilisten, die wir nicht kennen. Also was jetzt gerade da in Afghanistan passiert ist mit dem Drohnenschlag, der eine Vergeltung sein sollte für die Anschläge am Kabuler Flughafen, wo jetzt der Chef vom Central Command zugeben musste, er hat 7 Kinder getötet. Ja? Also ich meine, das ist ja kein Einzelfall, sondern das sind ja Fälle, die viele Whistleblower in den vergangenen 20 Jahren immer wieder aufgedeckt haben, einschließlich der sogenannten Afghanistan Papers in der Global Wall Street Journal vor schon 2018. Also das Ganze war nicht nur in Afghanistan ein absoluter Fehlschlag, es war eine Misere für die Menschheit. Wenn Sie sich angucken, in welchem Zustand Afghanistan heute ist, wird ja immer gesagt, wir haben ja Milliarden oder Billionen dort reingesteckt. Aber wenn nicht das Welternährungsprogramm dort vor Ort wäre, würden wahrscheinlich jetzt im Winter 4 Millionen Menschen verhungern und 14 Millionen Menschen haben noch nicht mal sowas wie Nahrungsmittelsicherheit. Das heißt, die wissen wirklich nicht, wie sie am Ende der Woche ihr Essen auf den Tisch kriegen. Also damit ist so eine ungeheure Ungerechtigkeit verbunden, dass wir haben uns schon gehofft, also wir haben gefordert, dass die Bundeswehr viel, viel früher abzieht, dass die NATO aufgelöst wird, die gar keine Existenzberechtigung hat, weil sie ihren Gegenspieler, die Sowjetunion und den Warschauer Pakt, verloren hat. Und die EU, also ehrlich gesagt, am Anfang, wenn man sich die Gründungsphase der Montanunion anschaut, ist da sicherlich, sind da wichtige Initiativen gemacht worden, keine Frage. Aber spätestens mit dem Maastricht-Vertrag 92 in der Komplettliberalisierung der Finanzmärkte und der ganzen Privatisierungswelle der öffentlichen Einrichtungen hat, glaube ich, die EU, ist nur noch so ein bürokratischer Wasserkopf, der sich dem Gemeinwohl der Bevölkerung, der Mitgliedstaaten eigentlich in keiner Weise mehr rechenschaftspflichtig fühlt oder verantwortlich fühlt. Also insofern, glaube ich, würden wir gar nicht viel vermissen, wenn wir aus der EU austreten würden. Wir könnten viele der Dinge hier viel, viel besser, viel effizienter und viel näher an der Bevölkerung durchführen. Ich weiß nicht, ob ich alle Ihre Fragen beantwortet habe. Das war jetzt so ein Riesen. Mehr als das. Also ich soll ja hier neutral bleiben heute, aber Sie wären ein guter Außenminister, würde ich mir wünschen. Ja, also. Naja, das sagen Sie mal dem Herrn Maas, aber in seine Jacke passe ich alle mal rein. Ja, das wollen wir auf jeden Fall festhalten. Ja. Ich habe mal noch eine Frage zum Thema Finanzen. Das ganze Bild, was Sie jetzt gezeichnet haben, da schwingt bei mir so ein bisschen mit, wenn es gerade um China geht oder eben auch um die demografischen Zukunftsperspektiven, immer Wachstum, Wachstum, was eben die Technologie möglich macht. Da frage ich mich, wie hat es Ihre Partei so mit der individuellen Freiheit auf der einen Seite und die Frage war ja bezogen auf Finanzen, Stichwort Steuern, Steuererhöhungen, Steuererleichterungen. Erleichterungen bei einer Bürgerbewegung, Solidarität, spielt ja die Solidarität auch eine große Rolle. Wie handhabt Ihre Partei das
wenn sie am Ruder wären mit zukünftigen Steuern? Also da müsste ich vielleicht einen argumentativen Umweg gehen, weil wenn man sich das Finanzsystem, Sie haben ja angefangen mit dem Wort Finanzsystem, die Finanzen anschaut, dann ist ja eigentlich spätestens mit der Lehman-Pleite, aber das ging ja schon vorher los. In Amerika gab es ja schon 2007 eine riesige Investmentbankenkrise. Und dann hat noch hier der Steinbrück, der Finanzminister Steinbrück, sich hingestellt und hat gesagt, das kann gar nicht nach Deutschland kommen. Ist aber dann doch nach Deutschland gekommen. Das haben wir damals auch wirklich gesagt. Wir haben also massiv im Wahlkampf Flugblätter und Broschüren verteilt, wo wir gesagt haben, das ist eine Weltfinanzkrise. Weil, oder zumindest ein Großteil der sogenannten transatlantischen Welt wird davon massiv betroffen sein. Und wir haben damals gefordert, dass man wirklich die ganze Spekulation, die ja entstanden ist durch die Liberalisierung der Finanzmärkte, dass man die Spekulation, wo ja keine Banken oder Geschäftsbanken oder Sparkassen mehr überhaupt involviert sind, sondern es sind Hedgefonds, die irgendwo offshore gelagert sind, in Steuerparadiesen, die niemandem rechenschaftspflichtig sind, keine Aufsichtsbehörde, aber die so angewachsen sind und die dann Renditen von, weiß ich nicht, 10%, 15%, 20% versprechen und immer mehr ja, Kapital in ihre Richtung gelockt haben, die sind im Prinzip damit pleite gegangen. Und was wir gefordert haben, ist eine Trennung, also zwischen Investmentbanken oder diesen Hedgefonds auf der einen Seite und den normalen Geschäftsbanken auf der anderen Seite, wo die Menschen ihre normalen Löhne und Renten haben. Und das wurde zwar diskutiert, aber das ist dann mit, glaube ich, dem G20-Gipfel dann wirklich über Bord geworfen worden. Und man hat massiv diese Bailouts, Rettungspakete gemacht. Und dann letztlich hat das ja auch nichts geholfen. Dann hat man die Zentralbanken angewiesen, Geld zu drucken. Also was wir heute jetzt mit der, ich weiß nicht wie vielten Welle von Quantitative Easing jetzt sehen. Und was ist der Effekt? Genau das, was wir gesagt haben. Mittlerweile haben jetzt selbst die großen Banken, Morgan Stanley hatte gerade so ein Jahrestreffen, wo gesagt haben, die Inflation, die im Moment, also es ist wirklich eine, Sie sagen immer, das ist eine übergangsweise Hyperinflation. Aber das ist keine übergangsweise Hyperinflation. Das ist der Effekt, dass man das bankrotte Finanzsystem retten wollte durch Gelddrucken, aber dafür keine wahren Werte geschafft haben oder geschaffen hat, sondern man hat wirklich wieder mal so ein neues Finanzcasino am Laufen gehalten. Und das ist einfach, das ist nicht haltbar. Also ich meine, man kann den Leuten jetzt nicht versprechen, dass man, wie das die FDP vielleicht macht, wenn man die Steuer senkt bei den Unternehmen, dass dann in irgendeiner Weise die Wirtschaft aufboomen wird. Das hat sicherlich vielleicht einen kurzfristigen Effekt, aber das wirkliche Wirtschaftswachstum wird erst wieder dann möglich, wenn man die spekulative Blase vollkommen beseitigt hat oder wenn man auch auf spekulative Investitionen viel, viel höhere Steuern und Gebühren verlangt als auf nicht spekulative Dinge. Also wir haben ja darüber gesprochen, der ganze Energiesektor. Wir haben so einen Rückstau auch im Infrastruktursektor. Es gibt kaum einen Tag, an dem nicht ADAC und Deutscher Städtebund warnen davor, wie viele Brücken bei uns marode sind. Und dadurch entstehen natürlich ein ungeheurer wirtschaftlicher Schaden. Aber es sind nicht nur Brücken und Landstraßen, sondern es geht wirklich auch also bei den Schulen, bei den Universitäten, das Gesundheitswesen. Wir hätten, glaube ich, einen Rückstau von wahrscheinlich mehreren Billionen Euro allein in unsere normale Infrastruktur und Realwirtschaft. Und dann könnte man über all diese anderen Sachen sicherlich sprechen. Vielleicht ist das irgendwie eine Antwort, vielleicht ist es das nicht. Aber was wir ja fordern, was die Büso, weil Sie sagten, wir sind eine international denkende Organisation, wir fordern eigentlich sowas wie ein neues Bretton Woods, also wirklich eine internationale Konferenz, wo alle Staaten dann teilnehmen, denen daran gelegen ist, dass wirklich diese Bankrotte und wirklich auch durch Kriege und durch Sanktionen und sonst was im Elend sich befindende Welt aufgebaut wird. Und dazu braucht es, glaube ich, eher eine Weltkonferenz, auf der mindestens China, Russland, auch die USA mit gutem Willen, Indien, Japan, Deutschland, Frankreich daran teilnehmen und sagen, okay, das System muss durch so eine Art Bankrottreorganisation geführt werden. Und dann können wir sozusagen beginnen, mit einer vollkommen neuen Ära, mit einem vollkommen neuen Paradigma.
Herr Ossenkopp, ich bin auch durchaus angetan von Ihren außenpolitischen Analysen, Einschätzungen, auch das, was Sie jetzt zur Wirtschaft gesagt haben, in der Tat. Aber ich möchte es nochmal runterbrechen, so auf was wir in deutscher Politik von Ihnen zu erwarten hätten. Denn es ist ja nun mal eine Bundestagswahl. Also es ist, ich sehe schon, der erste Punkt im Parteiprogramm ist zwar eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, aber wie ist denn Ihre generelle Politik auch in Fragen von individueller Freiheit in Deutschland? Und ich möchte das mal runterbrechen auf den Punkt 9 aus Ihrem Parteiprogramm, wo es um Krieg dem Rauschgift geht. Und hier steht, unter anderem steht hier, Deutschland muss endlich energisch den Kampf gegen das Drogenkartell führen. Das Netzwerk der internationalen Geldwäsche durch Finanzinstitutionen, die über allen Zweifel erhaben zu sein scheinen, sowie Vertriebswege und Maßnahmen Drogenanbaugebiet sind die strategischen Schlüsselpunkte im Krieg gegen die Drogenplage. Hier mal eine Frage, weil das ist auch wieder eine internationale Perspektive. Aber jetzt ganz konkret, wie würde da in Deutschland der Politik aussehen, die Sie vertreten? Eher eine Fortführung der Prohibition von Drogen, eine Stärkung der staatlichen Organe in der Verfolgung, auch von Konsumenten? Oder sehen Sie eher einen liberalen Weg, Freigabe von gewissen Substanzen in gewissen Größenordnungen, um auf diese Art und Weise den Drogenkartellen ihre Geschäftsgrundlage zu entziehen. Wie sehen Sie das? Ja, ich weiß natürlich nicht, welches Bild so der Durchschnittsbürger von Drogenkartellen hat. Wahrscheinlich Leute mit Sonnenbrille, die irgendwo in der Straße stehen und irgendwas verticken und sowas. Aber die Drogenkartelle sind wirklich die Banken. Also das wird vielleicht viel überraschen, aber es gibt ja eine Drogenbekämpfungsbehörde auch auf UN-Ebene, auf der Ebene der Vereinten Nationen hier in Wien. Das ist die UNODC, Office of Drugs and Crime. Und wir hatten gerade eine Konferenz mit dem ehemaligen Chef, Professor Pino Alacchi. Aber ich will noch auf seinen Vorgänger eingehen, den Herrn Costa, Antonio Maria Costa, der gesagt hat, viele der Banken, zum Beispiel HSBC und ich weiß nicht, wie alle hießen, haben sich durch die Erlöse der Geldwäsche, zum Beispiel HSBC war Kokain, die Kokainkartelle aus Lateinamerika, andere machen es mit dem Opiummonopol in Afghanistan, also die Coca-Bauern in Lateinamerika und die Opiumbauern in Afghanistan haben überhaupt nichts davon. Die verdienen auch nur sozusagen von der Hand in den Mund. Aber was da inzwischen an Wertschöpfung generiert wird, durch Händler, durch Schmuggler, aber vor allen Dingen durch die Banken und die Finanzinstitutionen, die das Geld waschen, ist ein Riesenmilliarden, wahrscheinlich Hunderte von Milliarden Objekt. Aber wenn man glaubt, die haben ja ungeheure schädliche Effekte. Also wer glaubt, dass Drogen keine schädlichen Effekte auf die Bevölkerung hat, ich weiß auch nicht. Da muss man sich nur mal ich glaube, 10% der Afghanen ist opiumsüchtig. Die kann man nicht einsetzen als Lehrer oder als Krankenschwester oder als Chirurg. Das ist unmöglich. Also viele der auch Opiumschwemmen in der Vergangenheit in China, da wo, glaube ich, 2 Millionen Menschen opiumsüchtig waren, haben gezeigt, das ist auch eine Form von strategischer Kriegführung gegen Länder. In den USA ist es so, dass, glaube ich, allein dadurch, dass in der Mittelschicht in den letzten 20 Jahren viele Wirtschaftsperspektiven zusammengebrochen sind, viele Familien verschuldet sind, der Opiate-Missbrauch massiv zugenommen hat. Es ist also ein Problem. Also Opiate und Rauschgift ist ein wichtiges Problem in unserer Gesellschaft. Aber ich denke, um dieser Sache Herr zu werden, nützt es nicht, jetzt sagen wir mal, die Polizei zu verdoppeln oder strenge Gesetze zu machen und so weiter, wenn man nicht an die Quelle des Übels geht. Und das sind nun mal teilweise wirklich die Leute in den Nadelstreifenanzügen, die ihnen, ich glaube, damals haben die Vorstandsetagen von HSBC, da ist noch nicht mal einer vor Gericht gestellt worden, geschweige denn hinter Gittern gekommen. Also wenn man dann mit einer Ausgleichszahlung oder einer Strafzahlung von 5 Milliarden Dollar sich davon wieder freikaufen kann, dann sieht man doch, wie vollkommen pervers das System gestrickt ist. Ich möchte niemanden, der sozusagen drogenabhängig ist, die einzige Schuld vorwerfen, dass er derjenige ist, der irgendwie das System am Laufen hält. Das ist er nicht, sondern es ist wirklich ein internationales Bankenkartell. Und da traut sich keiner ran, aber da müssen wir ran. Und ich denke mal, gut, da braucht es natürlich auch eine internationale Vereinbarung, aber viele Länder, die darunter leiden, einschließlich
wie gesagt, Russland, Iran, auch die USA müssen an diese Sache ran. Das ist, glaube ich, ein Punkt von uns, den kann man so unterstützen. Ich habe noch eine abschließende letzte Frage, die einfach gestellt werden muss, mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Okay. Wie steht denn Ihre Partei zur Corona-Krise, zu den Corona-Maßnahmen, zu den Impfungen? Kurze Antwort. Ja. Wir haben das chinesische Modell unterstützt. Also es hätte gar nicht zu einer Pandemie kommen müssen, hätten alle das getan, was man in Wuhan Anfang 2020 gemacht hat. Damals hat man einen sehr harten Lockdown gemacht. Da hat noch Herr Spahn sich hingestellt und hat gesagt, ja, das ist ja alles viel zu harsch und die Corona-Pandemie wird auch gar nicht zu uns kommen. Ist dann alles ganz anders gekommen. Aber man hat, ja gut, man kann sagen, die westliche Kultur, in dem eben die individuelle Freiheit an erster Stelle steht, fühlt sich von solchen drastischen Maßnahmen irgendwie gegängelt oder unterdrückt. Aber in asiatischen Kulturen, war ja nicht nur China, war auch Vietnam, Korea, Japan und so weiter, die auch Erfahrungen mit SARS und MERS und anderen Epidemien vorher hatten, die haben anders reagiert. Die haben gesehen, da muss man gesamtstaatlich drauf reagieren. Dann hat man also Quarantänezentren gebaut. Es gab keine häusliche Quarantäne, sondern man musste in Quarantänezentren. Man hat man hat Massentests aufgebaut, man hat Tracing-Apps sofort installiert. Das heißt, worum es denen ging, war sofort alle Infektionsketten zurückverfolgen zu können und das Virus sozusagen im Keim zu ersticken. Dazu hat man, glaube ich, mehrere 10.000 auch Krankenhauspersonal, Pflegepersonal, Militär mobilisiert und so hat man das geschafft. Also in China war dann schon, glaube ich, im April oder Mai 2020 das Virus so gut wie platt gemacht. Und China war ja, wenn man sich, also es gab zwar auch einen Wirtschaftseinbruch, aber am Ende des Jahres war China das einzige Land von den, zumindest von den G20-Ländern, das Wirtschaftswachstum hatte von 2,3%. Und in diesem Jahr wird es sogar wieder Rekorde geben. Ich weiß nicht, von 8 bis, ich kenne jetzt die neuesten Prognosen nicht, aber auf jeden Fall ist dort wieder alles, außer dass natürlich geguckt wird, dass das Virus nicht wieder eingeschleppt wird. Deswegen gibt es eine 3-wöchige Quarantäne für Einreisende. Haben die das eigentlich im Inland überwiegend besiegt? Der Westen hat es nicht geschafft. Und das ist ja schon irgendwie eine seltsame Sache. Als dann die ganzen Impfstoffe kamen, da hat Amerika hat dann angefangen, erst auf Turbo zu schalten. Dann haben sie aber angefangen, Hunderte von Millionen von Dosen zu horten. Jetzt ist es wieder, also es sind jetzt im Moment China und Indien und Russland, aber teilweise auch Kuba, die weltweit dafür sorgen, dass in der dritten Welt Impfstoffe zur Verfügung sind. Ich stimme nicht mit allem überein, was UN-Generalsekretär Guterres sagt, aber der hat gestern bei der Generalversammlung gesagt, wir sind zwar technisch bei der Entwicklung Spitze und eins, aber was unsere Ethik angeht gegenüber Afrika, sind wir 6. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine der großen Lehren, die wir aus dieser Corona-Krise ziehen müssen. Solange es nicht weltweit ein Gesundheitssystem gibt, in dem die Menschen wirklich eine Möglichkeit haben, sich behandeln zu lassen, das wird ja nicht die letzte Pandemie gewesen sein, so lange werden wir, glaube ich, nicht richtig moralisch auf diese Herausforderungen reagiert haben. Okay, allerletzte Frage. Warum soll man am Sonntag die Büso wählen? Weil die Büso die einzige Partei ist, die ein umfassendes Programm aufgestellt hat. Wir machen das immer fest an einem 4-Punkte-Programm. Trennbankensystem, also Ende des spekulativen Casinos, Rückkehr zu einer reinen Realwirtschaft. Der Staat ist nicht ein Störfaktor in der Wirtschaft, sondern es muss wieder ein staatliches Kreditsystem geben, um wichtige, dringende Investitionen zu tätigen, in Infrastruktur bis hin zu Bildung. Das Dritte ist, wir brauchen ein neues Bretton Woods, wie wir gesagt haben. Das heißt, Deutschland muss auch Teil sein und dafür mobilisieren, eine internationale Konferenz zustande zu bringen, wo wir ein Weltentwicklungsprogramm aufstellen. Das ist übrigens keine Utopie, sondern der chinesische Präsident hat es gerade heute, glaube ich, auf seiner Rede vor der UN gefordert, ein Weltentwicklungsprogramm. Und das Vierte ist, wir wollen eine kulturelle Renaissance. Wir wollen also nicht dort stehen bleiben, wo wir jetzt sind, wo der Mensch eigentlich nur noch als
Störenfaktor oder als Konsument oder als anonyme Zahl oder sonst was behandelt wird, sondern wenn man wahre Individualität will, dann muss man auch eine Kultur haben, in der jedes Individuum nicht nur als Verbraucher oder Verschmutzer gesehen wird, sondern als ein potenzielles kreatives Wesen. Also wirklich Kreativität in dem Sinne von Friedrich Schiller, Leibniz, Humboldt, Lessing. Also viele haben ja auch, ich bin gerade hier in Berlin, hier gewirkt und haben versucht, aus ein Bildungssystem aufzubauen, in dem wirklich die Kreativität des Einzelnen im Zentrum stand und nicht irgendwie die Masse oder so etwas. Vielleicht habe ich mich kurz genug ausgedrückt. Ich hoffe, dass es für viele Zuschauer ein Grund ist, die Büse am Sonntag zu wählen. Ich hoffe es wirklich. Wunderbar. Dann herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Danke, dass Sie sich für uns am späten Abend die Zeit genommen haben. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch, wie allen anderen Gästen, die wir heute hatten, alles Gute für die nächsten beiden Tage. Da wird es bestimmt auch nochmal in den Endspurt gehen. Da werden Sie auch viele Leute treffen und nochmal vieles das, was wir gerade besprochen haben, erzählen und den Menschen mitgeben. Also alles Gute, das Beste für Sonntag. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. War ein wirklich spannendes Forum. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Wow, das waren jetzt aber viele Infos. Mir raucht jetzt langsam der Kopf hier. Das muss ich echt alles erstmal verarbeiten. Aber ich muss gestehen, wirklich drei sehr interessante Gesprächspartner mit jeder, ja, auch qualifizierte Beiträge. Also das würde ich gerne woanders öfter sehen, sowas. Ja, sagen wir es mal so, ja. Ich meine, wir geben ja keine Wahlempfehlungen ab, ja. Aber ganz ehrlich, jeden der drei würde ich mich freuen, wenn er oder sie im Bundestag sitzt. Ja. Ich meine, wie oft kriegen wir das mit hier, weißt du, diese Mediengeschichten, Polit, wie langweilig das ist. Und hier alle drei, finde ich, waren wirklich doch sehr reflektierte Leute, die intelligent sind, die eine Vision haben, wo auf einmal politische Themen zur Sprache kommen, die man von den großen Parteien nie hört. Allein das schon ist irgendwie echt ein Erkenntnisgewinn, finde ich, von heute Abend. Und ja, ich hoffe, für die Leute da draußen war es ähnlich. Und ich bin wirklich am Überlegen, so nochmal so Sonntag mit wählen. Ja. Also ich fand jetzt auch gerade das letzte Gespräch äußerst interessant, auch wenn ich da jetzt vielleicht auch bei der einen oder anderen Stelle das vielleicht anders sehen würde. Was mich beeindruckt hat, war, ohne Nachfrage das Thema 9/11 reinzubringen. Yeah. Das habe ich noch nie von einem Politiker gehört. Und das ist für mich ja auch immer, das sage ich seit 20 Jahren gefühlt, ja, dass für mich überhaupt eine Partei nur glaubwürdig sein kann, wenn sie dieses Thema aufgreift. Jetzt haben wir die anderen Parteien leider nicht danach gefragt. Ich bin mir bei den Pinken ziemlich sicher, dass die das ähnlich sehen würden. Schade, dass wir das die Basis nicht gefragt haben. Das wäre vielleicht mal noch die 9/11-Frage wert gewesen. Aber das hat mich jetzt am Ende doch recht überrascht, dass er das sozusagen von selbst aufs Tablett gebracht hatte. Das würde ich mir sehr viel öfter wünschen, weil da ist offensichtlich jemand, der erkannt hat, dass das selbst nach 20 Jahren immer noch das große Thema ist, was Aufklärung bedarf. Auf jeden Fall, gerade diese internationalen geostrategischen Überlegungen von Büse und auch von LaRouche, finde ich hochinteressant. 9/11, ein anderes Thema, was ich immer sage, was im Wahlkampf nie eine Rolle spielt, ist diese ganze internationale Finanzgeschichte, Offshore-Banking, Drogen, Narkodollars, diese ganzen Dinge, wie Banken agieren. Finde ich hochinteressant, dass das auf den Tisch kam. Aber eben auch von den beiden Parteien vorher. Jeder, finde ich, hat dort was reingebracht in die Diskussion, was unsere Themen auch sind. Also zumindest von uns dreien. Ne? Ich meine, diese Ideen, die am Anfang formuliert wurden von der Basis, diese Idee von Konsens, überhaupt mal Richtung Konsens schauen und auch bei Bündnis 21, die haben das auch ganz stark gehabt, neue Wege zu finden, einen Konsens anzustreben. Ich habe letztens irgendwann mal hier auf Nuviso auch eine Sendung gemacht über das Thema natürliche Ordnung, wo ich genau das auch in Frage stelle. Wir müssen mal wieder in unseren Köpfen zu Konsens kommen und weg von diesen reinen Mehrheiten und so weiter. Da finde ich, da kommen so viele erfrischende neue Ideen, Schwarmintelligenz. Ich fand es hochinteressant, was die Frau von Bündnis 21 gesagt hat, zu dieser Politikerhaftung. Da kommen wir ganz schnell zu diesem Begriff Verantwortung des Bürgers, Verantwortung übernehmen. Also überhaupt dann auch von den beiden eine gewisse Liberalität so im Grundgedanken, so leben und leben lassen, was aber eben auch nur funktioniert, wenn Verantwortung genommen wird. Also Grundrechte, auch da, alle Parteien, die wir hier gehört haben, stehen ganz offensichtlich, also das ist, was sie sagen und für mich ist es glaubwürdig,
zu den Grundrechten und stehen mit beiden Füßen innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, weil das ja auch wie im Fall Büso oft an denen auch nachgeworfen wird. Und wir wissen, wie verleumderisch Medien und die Öffentlichkeit sein können. Aber das war für mich wirklich, muss ich es ganz ehrlich sagen, ein starker Erkenntnisgewinn, diese drei Leute hier zu haben, die offen und ehrlich für ihre Partei, für ihre Sache einstehen und wirklich mit viel Fachkenntnis, Intelligenz und einfach auf dem menschlichen, auf dem Gesprächsfaktor wirklich angenehm waren. Also für mich eine tolle Runde heute Abend, toller Abend. Ich bin jetzt für mich vielleicht noch interessant, was jetzt der letzte Gast noch eingebracht hatte mit den Thoriumreaktoren, ja, mit den Thorium-Flüssigsalzreaktoren, die ja nicht mehr als 300 Grad erhitzen und so gut wie keinen radioaktiven Müll hinterlassen, dafür aber viel mehr Energie erzeugen bei einer viel höheren Sicherheit. Ja, weil im Prinzip, was ein Super-GAU kann, ist ausgeschlossen bei dieser Technologie. Fand ich gut, dass er das am Rande mit eingebracht hat. Ja, und ansonsten hast du das sehr gut zusammengefasst. Ja? Auch die Idee, dass man Steuerverschwendung ahndet, genauso wie die Tatsache, wenn Politiker Haftstrafen sozusagen nicht, also wenn der Staatsanwaltschaft sagt, dann guckt man nicht hin, ja, wir ermitteln nicht. Ja, dass man das sozusagen ausschließen will seitens der Pinken. Ich fand es auch einen sehr interessanten Durchlauf durch diese drei Parteien, die man ja eben sonst gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja? Also ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ich bin da ein bisschen enttäuscht von unseren GEZ-Mädchen, deren Aufgabe eigentlich genau das ist, was wir jetzt hier an dieser Stelle gemacht haben. Aber es gab doch und wir das haben keinen Bildungsauftrag. Ja? Wir legen uns den selber auf und kommen dem sehr gerne nach. Was willst du denn? Es gab doch das Triell, mehrfach sogar. Die haben doch ihren Bildungsauftrag gemacht. Ja, aber da waren ja immer die gleichen. Es gab drei Trielle mit dreimal den gleichen bei 30 Parteien. Vor allem und wie langweilig, wie geistlos, wie kleingeistig. Weißt du? Ich meine, wenn du das mal vergleichst, ich will es ja nicht nur auf die Schulter klopfen, es lebt ja hier von den Gästen und wir lassen die halt mal zu Wort kommen. Aber ich meine, was ist das denn für ein Riesenunterschied? Ey, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr es da draußen auch so seht, dass das hier informativer ist und vielleicht auch unterhaltsamer und auf jeden Fall mehr wert ist, dem seine Aufmerksamkeit zu schenken, ey, dann gebt uns einen Daumen hoch auf diese Sendung. Uns und letztens auch den Gästen, die wir hatten. Ich bin jetzt noch mehr gespannt auf Sonntagabend, muss ich echt sagen. Ich habe mich noch nie so auf eine, nicht gefreut, aber hingefiebert auf das Ergebnis, weil da natürlich jetzt auch klar wird, in welche Richtung wir dann in den nächsten 4 Jahren wieder laufen werden. Die Tendenz ist da, aber vielleicht gibt es einen geistigen Ruck in unserer Gesellschaft, dass einfach zu viel schiefgegangen ist in der letzten Zeit. Und apropos Triell, die kleinste Oppositionspartei wird eingeladen, als wenn die gleich demnächst den Kanzler stellen würden. Die größte Oppositionspartei wird nie eingeladen. Das verbietet sich offensichtlich per se. Ja, da gibt's gar nichts. Und ich habe neulich in irgendeiner Wahlkampfveranstaltung habe ich den Peter Böhringer gehört, wie der die anderen Kollegen da mal etwas gefaltet hat. Also ich weiß schon, warum die AfD nicht einladen. Soll gar keine Werbung sein, aber das mit den Grünen, dass man die so hypt, das haben wir an anderer Stelle oft genug besprochen. Das müssen wir jetzt nicht mehr aufkauen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Sonntagabend. Da sehen wir uns dann nämlich zum nächsten Mal. Genau, ab 17 Uhr. 17:30 Uhr. 17 Uhr. So, fangen wir 17 Uhr an. Komm, wir müssen dann Warm-up. Wir kriegen Warm-up. Die Stunde kriegen wir noch. Ja, tot das, gequatscht. Da muss noch einiges passieren. Da müssen wir noch ein bisschen bis dahin auch etwas aufarbeiten und so. Da gibt es bestimmt einiges. Eine Stunde ist für uns hier zum Warmwerden, glaube ich, ganz richtig. Und dann wollen wir natürlich live mitkriegen, was da für Reaktionen gibt. Und da müssen wir dann diverse Streams beobachten. Wir können es ja nicht übertragen. Das geht ja nicht aus rechtlichen Gründen. Aber wir können es beobachten und dann das ein oder andere vielleicht auch. Mal gucken, vielleicht können wir auch in eine Wahlparty reinschalten. Wir werden sehen. Die eine oder andere Überraschung haben wir geplant. Ja. Freut euch doch mal drauf. Genau. Genau. Also Sonntag ab 17 Uhr live auf NuFlix unsere Wahlberichterstattung zur Bundestagswahl. Ja, ansonsten, was gibt es für heute noch zu sagen, außer schaut rein in den Film Wahlen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Es ist ein Zweiteiler und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt in den kommenden 68 Stunden sich diesen Film anzugucken. Und wir sagen danke fürs Zusehen. Und ich bin natürlich gespannt, wie es am Sonntag ausgeht. Und ich würde mich freuen, wenn diese Sendung heute vielleicht für den einen oder anderen Anlass war, sein oder die Entscheidung
wo und ob überhaupt ein Häkchen gemacht wird am Sonntag. Wenn wir da heute dienlich sein konnten und vielleicht eine kleine Wahlhilfe auch geben konnten. Und ja, ansonsten meine ganz persönliche Meinung. Ich würde mich freuen, wenn viele Stimmen an die kleinen Parteien, die unter Sonstiges laufen, gehen. Wir haben heute gesehen, es lohnt sich durchaus, diesen Parteien auch mal eine Chance zu geben. Und es ist ja auch durchaus so, was viele vielleicht gar nicht wissen, Parteien finanzieren sich ja über die Stimmen. Ich habe es heute mal geguckt, jede Partei bekommt 83 Cent pro Wählerstimme pro Jahr. Und wenn man, ich glaube, über 1% erreicht, insgesamt sind es sogar 1,05 Euro. Und jede Spende wird nochmal mit 45 Cent pro Euro subventioniert. Das einfach nur mal so als Info noch am Ende. Und ich bin fertig. Ich sage euch beiden danke. Danke auch an unsere drei Gäste heute. Danke an die Zuschauer und wir sehen uns am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus und Baba.